Carlo, lies mal bitte auf Arabisch. أخبرنا عمران عن موسى قال حدثنا عبد الوراث قال حدثنا أبو أيوب عن عكر قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. Aha, fertig. Und was ist, und Das steht okay. genau das, was auch im Englischen, was Flex vorgelesen hat. Wer die Religion verlässt und nicht zurückkehrt, der soll getötet werden. Ach so, alles klar. Okay. Okay, ich frage dich, bevor ja, wir weitermachen. Okay. Verteidigst du etwas, was gar nicht mit Gott zu tun hat? Das versuchst du gerade wirklich zu verteidigen? Nochmal. Du versuchst etwas zu verteidigen, was mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Weißt du das? Du verteidigst hier gerade etwas, was mit Gott nichts zu tun hat. Ich verteidige gerade etwas, was mit Gott natürlich was zu tun hat, Bruder. Normal, 100%. Ein Gott, der befiehlt, wenn du deine Religion... Weißt du, was im Christentum eigentlich ist? Jesus hat gesagt, du hast dein Leben lang Zeit, den Weg zu mir zu finden. Okay. Aber Jesus, unser Gott, würde niemals sagen, hey, sobald du das und das, dann gibt es eine Nackentherapie. Niemals. Okay. Ja, okay, einen Moment, einen Moment. Jetzt, darf und, ich dich und jetzt sagst du, Flex? Einen Moment, warte, hallo, hallo, warte, hallo. Nein, komm nicht mit diesem Schwertvers. Yasin. Flex, darf ich dich unterbrechen? Guck mal, ich muss dich korrigieren. Das, was Gott hat das nicht gesagt, sondern der Prophet hat das gesagt. Das ist kein Vers, das ist ein Hadith. Also Prophet hat gesagt, man bedele dina faktulu. Das ist nicht Gott. Richtig, das ist der Prophet gewesen, nicht Gott. Ja, das ist der Prophet. Das ist genau wie der Prophet gesagt, man taraka salat fa huwa kafir. Also ja. Wer nicht betet, der ist ein Kafir. Oder wie er gesagt hat, wer aus dieser Grund, zum Jum'ah Gebet geht, ist auch ein Kafir. Das ist auch Kafir. Nein, das also, stimmt doch nicht. Doch, das hör auf zu lügen. Soll ich dir Hadith holen? Soll ich dir die Hadith jetzt rausholen? Mohammed hat gesagt, derjenige, der. Warte, hast du gerade wirklich gesagt, derjenige, der nicht zum Freitagsgebet geht, ist ein Käfer? Der dreimal nicht zum Jum'ah-Gebet geht, ist ein Käfer. Nein, das der ist dreimal ein nicht Hadith, zum. Ein Moment, der dreimal hintereinander nicht Yasin. Zum Jum'ah-Gebet geht. Yasin. Ist ein Käfer. Ja. Es kann. Hallo, du verstehst doch Arabisch, oder nicht? Darf ich mal eine Minute, bitte? Weil ich bin auf ja, der kein Arbeit. Problem. Ich bin auf der Arbeit und habe ich keine Zeit. Yasin. Ja. Habibi, was bedeutet Murtad? Und was ist Jaza' al-Murtad für Islam? طب اسمع انتوا قاعدين جايين لعندي وقاعدين تقولوا لي من جزاء المرتد فاسستاس جزاء المرتد ان اسلام مرتد das bedeutet derjenige der Islam verlassen hat was ist seine Strafe المرتد شو بس seine Strafe خلاص هو كافر هو nein او كافر نو كافر نو كافر المرتد يقتل المرتد يقتل شنو حكمه بالشريعة شنو حكم الشريعة الشريعة بزاك حبيبي نص الشريعة Scharia al-Murtad. Ich hab keine Ahnung, was mit Deutsch los ist, ehrlich. Ja, okay, du, ich ziehe mich zurück. Nee, Bruder, weil du bist ein Leugner, Arbeit. Deswegen wird Leugner? Der will den Wahrheit. Guck mal, Yasin. Flex, dich respektiere ich, Flex. Ja, aber Yasin, guck mal, alle, die hier drinnen sind, wir haben hier einen Arabisch sprechenden, ja. Carlo. Wir haben einen Mohammed, der den Islam verlassen hat, weil er diese Dinge erkannt hat. Yasin, sei nicht stur, höre zu, es ist wichtig, dass du diese Dinge erkennst. Okay, guck mal, okay. Soll ich dir mal was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Ein Schwarzer, der hier aufklärt, das passt denen nicht. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das passt denen nicht. Aber ich kann mich verteidigen. Ein Moment. Wenn ich hier missioniere und darüber aufkläre, ist es meine Aufgabe, weil ich darüber aufklären möchte. Okay, Flex. Aber Yasin, du musst verstehen, dass hier ein Problem vorliegt. Du verteidigst etwas, was mit Gott nichts zu tun hat. Okay, Flex, darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Bist du Christ? Ich bin ein Salachrist. Salachrist? Ja, es gibt ja Salafi. Und ich bin aber ein Salachrist.
Ach so, eine Salachrist. Ah, Also diese okay. Hardcore-Christen mit Kreuzzügel und sowas alles. So Ach einer bin so, ich. okay, und Ja. wer ist für dich Gott? Jesus Christus ist der wahrhaftige, Okay. lebendige Gott, richtig. Okay, also, guck mal, ich will hier nichts behaupten, ne? Aber ich sag jetzt nur das, was ich immer gehört habe von Christen und von auch gläubigen Christen, ne? Dass Jesus, ne, gekreuzt wurde, also der tot ist vor eure Sünden, oder nicht? Oder, keine Ahnung, irgendwie so. Hab ich Ich es mal kann gehört. dir, ich kann dir, ich kann es dir erklären. Also, Okay. guck mal, Yasin, du bist ein sehr, sehr respektvoller Mensch. Du Ich auch. respektiere dich dafür. Guck mal, Yasin, es gibt vielleicht einen Grund, warum du hier bist heute. Kann auch sein. Ich weiß es nicht, wir wollen hier nichts schönreden, aber Ja, es alles gibt vielleicht gut. einen Grund, warum du hier bist. Alles gut. Aber Kannst du ganz kurz, Flex, kannst du Latina nochmal hochholen, weil sie ist aus Versehen rausgekommen. ich nehme sie, ich nehm sie gleich hoch. Die Leute, die eine Anfrage stellen, müssen nur ein bisschen Geduld haben, ne? Ich nehme sie gleich hoch. Alle. Ich nehme euch alle hoch, aber habt bitte Geduld, Leute. Ne? Weil ich kann meine Hände nicht trennen, Leute. Ich nehme euch gleich hoch. Ihr müsst nur Geduld haben, Leute. Bitte. Ne? Yasin. Liebt dich Gott? Ja oder nein? 100%. Sehr schön. Dafür küsse ich dein Herz. Würde Gott alles für dich tun? Ob Gott alles für dich tun würde. Würde Gott für dich alles tun, damit du mit ihm zusammen im Paradies bist? Würde er für dich alles tun? Naja, es kommt halt, also guck mal, es kommt ja halt drauf an, wie soll ich dir sagen, ob man einer bestimmten Religion ge gefolgt hat, mein Bruder. Nein, ich korrigiere dich nochmal. Gott möchte dich doch retten, richtig? Ja oder nein? Also, ist das jetzt eine christliche Yasin, Frage also wenn du da, guck mal, oder? Yasin, wenn du da so lange überlegst, Ich dann bist du überlege, Bruder, ich vollkommen. überlege nicht, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Also, ist die Dann Frage gebe ich dir die Antworten. Ich Dann kann gebe Ihnen ich auch dir die die Antwort Antworten. geben. Allah sagt, er liebt nur Ja. die Gläubigen. Das Na, heißt nur die guck mal, jetzt, Muslime. das ist das Ding. Siehst du, Flex, Leute, lass mich das mit ihm das ist kurz das Ding. machen. Ich hab Flex was gefragt und jetzt kommt er mir wieder mit sagt er mir Allah. Flex, Alles gut, ich habe dich was Leute. gefragt gegen Christentum. Leute, Gott Das hat hat, jetzt Leute, nichts mit geht meiner ja Religion alles zu nur tun. möglich, ist das eine ganz logische Frage, das ist natürlich ein Ja. Leute, Was? ganz kurz an alle, die hier drinne sind. Der Yassin möchte nur mit mir reden. Ich habe es schon verstanden. Weil wenn ihr jetzt mit ihm redet, dann er hat darauf keine Lust. Alles gut, er will jetzt nur mit mir reden. Alles gut, Leute. Ihr könnt gleich reden, nur das Problem ist, Yassin möchte nur jetzt gerade mit mir alleine sprechen. Ist auch Ja, okay, das stimmt. respektiere ich. Genau, alles gut. Guck mal, Yassin. Erstens, die erste Frage war ja, was ich dir gestellt habe, liebt dich Gott? Du hast gesagt, ja, super. Würde Gott für dich alles tun? Ich beantworte dir die Ja, Frage. beantworte mir mal. Gott würde alles für dich tun. Und weißt du Ja. warum? Er möchte mit dir zusammen im Paradies sein. Er möchte nicht, dass du verloren gehst. So, und als eine Lösung hat er gesagt, weil diese Menschen alle sündigen, ja, hat er, also der Vater, hat den Sohn gesandt. Er kam Ja. als Mensch. Er kam als Mensch und hat die Sünden auf sich genommen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, oh, Gott ist aber gestorben, das kann doch niemals im Leben ein Gott sein. Amen. Keiner hat gesagt, dass Gott gestorben ist. Seine Hülle ist nicht mehr da. Seine Hülle ist nicht mehr da. Aber der Geist, der ist auf Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Fleisch, ja, das Fleisch, das ist gestorben, richtig. Das Menschliche. Aber nicht sein Geist. Ist Gott allmächtig, ja oder nein, Yasin? Wie bitte? Ist Gott allmächtig, ja oder nein? Bruder, es kommt. Bruder, die Sag nur Frage. ja oder nein. Ist Gott allmächtig, ja oder nein? Ja? Also, warum sollte er dann die Sünden, die du hast, nicht auf sich nehmen, dass du nicht in der Verdammnis reinkommst, dass du nicht verdammt bist auf Ewigkeiten. Er liebt dich doch und deswegen ist er gekommen und hat sich gezeigt. Weil du musst doch wissen, wer Gott ist. Wenn du nicht Ach mal so, weißt, so wer er meinst ist. du das? Ja, natürlich, selbstverständlich. Okay, aber ich werd jetzt nicht sagen, so wie die das immer auch, also guck mal, es gibt sehr viele Fragen, ja. Wie ist es bei euch? Und sobald ihr irgendwas sagt, sagen die dann, oh, aber er ist gestorben, wie kann er, nein, darauf will ich gar nicht eingehen, weißt du, alles gut. Aber was ich jetzt fragen will, wenn das wirklich so ist, wie du es mir gesagt hast, ne, oder erzählt hast sozusagen, ne? Die Kreuzigung ist sogar historisch. Es existiert bis heute noch. Es Alles ist klar. historisch, dass es ihn gegeben hat.
Da kommen wir nicht voneinander weg. Es meine ist Frage, meine Frage ist, warum ihr Christen hier lebt, auf dieses Leben, das macht doch ja dann keinen Sinn. Wie meinst du das? Die Frage verstehe ich nicht. Nein, guck mal. Du hast ja gesagt, dass Jesus gekreuzt wurde, für eure Sünden, was du mir gerade erzählt hast und erklärt hast, ne? Nee. Für eure Sünden ist er gestorben, damit ihr auch gemeinsam in Paradies kommt und so weiter und, ne? Ebenfalls. Das heißt aber nicht, dass wir hier weiter sündigen sollen, sondern wir müssen uns trotzdem an Gottes Wort halten. Und was ist mit denjenigen, die Christen, die sündigen? So was passiert da mit denen? Naja, wenn sie sündigen, indem sie bewusst sündigen, dann ist es eine Strafe. Aber wenn sie unbewusst gesündigt haben, ja, dann müssen sie auf jeden Fall Buße tun. Und da können mich die Brüder und die Geschwister hier alle drinnen bitte korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Und, weil ich zitiere direkt aus den Schriften. Alles klar. Also, Bruder, auch bewusstes Sündigen sollen wir den Herrn Jesus, unserem Fürsprecher, diese Sünde abgeben, was wir danach auch getan haben. Weil es gibt auch unbewusste Sünde. Trotzdem, das bleibt eine Sünde. Guck mal, es heißt ja nicht, dass wenn wir Christen sind, dass wir ein Freiticket haben zum Paradies. Halte dich an das Wort Gottes und dann kommst du dahin. Guck mal, wir haben, soll ich dir mal was sagen, Yasin? Wir hatten vorgestern jemanden da gehabt, der war etwas jünger wie du und er hat gesagt, er kommt mit dem Islam nicht klar. Und hat er gesagt, und er ist sich sicher, dass das nicht die Wahrheit ist. Ach so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wie kommst du drauf? Wir sind nicht manipulativ, dass wir sagen, hey, du musst jetzt konvertieren. Da haben wir jemanden gefunden. Der glaubt nicht dran. Wir nehmen ihn jetzt. Nein. Ich habe ihn direkt gefragt, ja, wie kommt es denn dazu, dass du nicht mehr daran glaubst? Das war meine erste Frage. Und hat er gesagt, ja, er hat gemerkt, dass der da nichts mehr spürt. Er hat nichts gespürt. Er hat gesagt, er spürt da keine Liebe, nichts, gar nichts. Bruder, aber wenn du den Herrn Jesus Christus annimmst, dann spürst du eine Befreiung. Alles klar. Bruder, ich kann dir nur eine Sache sagen. Also der Junge, der gestern oder keine Ahnung, wann auch immer er zu dir gekommen ist, Bruder. Bruder, es kann nur sein, guck mal, das kann nur wegen einer Sache passieren. Er betet nicht. Oder, Bruder, wie soll ich dir sagen? Es gibt tausende Sachen. Ich kann dir so viele Sachen aufklären. Er hat seine Situation geschildert. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das hat was mit dem zu tun, was ich dir sogar jetzt gezeigt habe. Oh, danke, Elmina. Und außerdem, guck mal, zum Beispiel, ich habe da auch den Islam verlassen. Warum wohl? Weil ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Ach ja, stimmt. Du hast ja auch Islam verlassen. Du hast jetzt den richtigen Weg und so entdeckt und so weiter. Dings, was ich dich fragen will, warum machst du dich denn? Also, was ist denn passiert? Wie ist das denn so dazu gekommen? Ja, ich habe mir das mal besser durchgelesen. Das würde ich dir auch raten, das auch mal richtig durchzulesen, dich besser mit der Materie auseinandersetzen. Zum Beispiel, du kennst diesen Sprichwort, es gibt nur einen Koran. Das ist eine Lüge, es gibt 37 verschiedene. Aber informier dich mal lieber danach darum und das ist das Einzige, was ich dir mitgeben kann. Es gibt 37 Stück oder was? Oder wie meinst du das? Ja. Es gibt sogar 44 Stück. Also verschiedene Korane? Alle verschieden, ja. Oh, alle verschieden? Die Mehrheit davon, ja. Oh, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Und kannst du mir vielleicht noch ein paar so halt Tipps geben und so weiter, so wie du es halt so gemacht hast? Wie er das ins Lächerliche zieht. Ich nehme das ernst. Eine Sache, nicht alle. Hallo, kannst du dich bitte auf Stumm? Ich rede gerade mit Mohammed. Ich rede nicht mit dir gerade. Nein, ich bin auch ein Ex-Muslim. Ja, aber ich will auch mit Mohammed reden. Ich will nur mit Mohammed reden. Ja, aber du ziehst das. Also gerade als Flex euch gesagt hat, ihr sollt alle auf Stumm, habt ihr gemacht, aber wenn ich das sage, dann macht ihr das nicht. Mit Respekt. Ich beleidige ja hier nicht, ne? So, Mohammed. Ich nehme das nicht ins Lächerliche oder sonst was. Nein, so, was ich dir sage, Yasin, oder? Ja, erzähl Flex. Frage. Ja, erzähl Flex. Wenn du das nicht ernst siehst oder wenn du selber das für, keine Ahnung, einen Witz hältst oder so, dann. Dann ist die Konversation beendet, wenn du das nicht ernst nimmst. Boah, wie bist du denn jetzt darauf gekommen, dass ich das nicht ernst nehme? Okay, dann frage ich dich mal. Würdest du auf deine Mutter schwören?
Ich darf nicht auf meine Mutter schwören. Ah. Ja. Auf Allah. Auf Allah. Aha. Und ja. Du bist jetzt ernst, oder wie? Ja, ich bin ernst. Okay. Dann schwör bei Allah. Und du weißt ja, was passiert in deiner Religion, wenn man bei Allah schwört und dabei lügt. Dann schwör bei Allah, dass du ernst bist. Wallah, ich bin ernst. Wallah, ich bin ernst. Alles gut. Alles ich bin gut. Ernst. Bruder, nicht alle Menschen sind gleich. Du checkst, was ich damit meine? Egal. Auf jeden Fall, Mohammed, danke für das, was du gesagt hast. Flex, ich bin hochgekommen, ne? Auf jeden Fall, ich bin hochgekommen, damit ich dir auch das erkläre, was dieser Schiete gesagt hat, ne? Weil der wollte dir irgendwas beweisen oder so. Ich habe gesehen, du bist respektvoll und so weiter, ne? Der kommt hier, der unterbricht dich und so, ne? Deswegen bin ich hochgekommen. Ich wollte dir das nur erklären. Mehr auch nicht. Weißt du, danke für das, was du gesagt hast, ne? Das ist gar kein Problem. Okay, Yasin, darf ich dich mal was fragen? Ja, Yasin? Gerne. Ja, gerne. Könntest du mir Ayat al-Fatiha sagen? Vorlesen? Ja, bitte. Warum? Also, das kann ich gerne machen, aber ich will halt wissen, warum. Ja. Mach mal, du bist doch ein Muslim. Sag mir einfach. Ja, gerne, Bruder. Gerne. Das ist gar kein Problem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wer sind die غير المغضوب عليهم ولا الضالين? Wer sind die? Zauberspruch. Nochmal? Wer sind die غير المغضوب عليهم ولا الضالين? Wer sind die? Kuffar. Kuffar, wer aber? Wer ist so Kuffar? Wer? Ja, du bist doch Araber oder nicht? Dann ja, aber das ist ja ein selbstständig zu verstehen. Du sagst, warte, Bro, du betest jeden Tag, ne? Ich heiße nicht, du sagst, Bro. Al-Fatiha, ja, du sagst Al-Fatiha jeden Tag fast 10 Mal. Musst du doch wissen, wer غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sag das nicht 10 Mal. Doch, jedes Mal, wenn du betest, musst du Al-Fatiha sagen. Ah, 10 Mal, wenn ich bete, oder was? Jedes Mal, 10 Mal, oder? Ja, wie viel Rak'a machst du? Ja, Maghrib, mehr als 10 Mal sogar. Okay, guck mal, du hast einfach keine Ahnung. Nein, Flex, es tut mir leid. Nein, antworte mir nur meine Flex, Frage. Es tut mir sehr leid, Bruder. Wenn du sagst, ganz kurz, Carlo, ich mache das noch viel, viel einfacher, damit er es versteht. Alle nur ganz kurz gestummt sein. Alles gut. Wir bleiben sehr respektvoll. Alle bleiben kurz gestummt. Kannst du mir die Shahada nennen? Die Shahada sagen? Genau. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay, stop. Alles klar. Stop. Alles klar. Warum bist du Zeuge? Warum ich Zeuge bin? Warum bezeugst du? Weil ich überzeugt bin. Nein. Was heißt bezeugen? Keine Ahnung, Bruder. Ich weiß es nicht. Okay, soll ich dir erklären, was bezeugen ist? Ich will, dass du mir nur den Begriff erklärst. Warte. La ilallah Muhammadan Rasulallah. Das war falsch. Okay, auch kein Problem. Aber was heißt bezeugen? Sag das mal nochmal, sprich mal die Shahada aus. Ashhadu an la ilaha illallah. Okay, okay. Weiter. وأشهد okay. أن محمدا okay. عبده ورسوله عبده ورسوله okay und weiter ja Bruder das ist jetzt die Shahada Bruder genau und am Anfang sagst du doch Eshadu richtig Bruder die Shahada habe ich dir jetzt gesagt okay nenn mir mal noch mal die Shahada noch einmal ja Gerne, Bruder. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Warum bezeugst du? Wie, warum bezeug ich, Bruder? Ja, du bezeugst doch. Ja, es heißt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, heißt das. Außer Allah, genau. Du bezeugst doch, dass es keinen gibt außer Allah, richtig? Ja, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Prophet ist. Okay, aber warum warst du schon dort, dass du es bezeugen kannst? Ob ich schon dort war? Ja, hast du Mohammed gesehen, dass du es bezeugen kannst? Nein, habe ich nicht, aber ich bin... Okay, kannst du... Ja, erzähl. Okay, warum bezeugst du es dann?
Wie, warum bezeuge ich das? Bruder, weil ich gläubig bin, Bruder, weil ich bete und weil ich sehr viele Veränderungen habe, Bruder, weil, Bruder, es gibt tausende, guck mal, es gibt tausende. Ja, aber du hast doch die Schahada genannt, du bezeugst doch, du bezeugst dir etwas, so, ja, Zeugen. Mhm. Jetzt frage ich dich, Zeuge, wenn du das Wort Zeuge nimmst, hast du Mohammed schon gesehen? Weil du bezeugst es. Okay, nein, habe ich nicht. Ich habe Mohammed nicht gesehen. Warum bezeugst du es dann? Warum musst du dieses Zauberspruch nennen, dass du es bezeugst und dass er sein Gesandter ist, obwohl er Bruder, damit... Das ist kein Zauberspruch, das ist, Bruder, ein Shahada, Bruder. Das ist eine Shahada. Sagst du, ja, richtig. Alles okay. Aber warum bezeugst du es? Bruder, wegen sehr viele Gründe auf jeden Fall. Richtig viele. Sehr, sehr viele. Also würdest du dich informieren, Bruder, oder dich konventieren, würdest du auch die Scherde sagen? Vertrau mir. Ja, es ist mir schon klar, dass du auf jeden Fall die Shahada sagen musst, wenn du diese Religion annimmst. Aber du kannst doch nicht etwas bezeugen, was du nicht gesehen hast. Wer sagt das? Ja, du hast es ja nicht gesehen. Du hast was ihn hat? Nicht gesehen, also warum bezeugst du es? Bruder, das ist eine sehr dumme Frage auf jeden Fall. Ja, aber okay, wir machen es einfach. Was heißt denn bezeugen? Was heißt denn bezeugen? Bezeugen? Ja. Ich weiß es nicht. Das habe ich dir doch erklärt. Okay, ich mach's einfach. Bezeugen heißt, wenn du vorm Tatort oder beispielsweise dort bist und das mit deinen Augen gesehen hast. Das heißt bezeugen. Wenn wir beten als Christen, dann bezeugen wir nicht, sondern wir glauben. Ach so, ihr glaubt? Wir glauben, richtig, ja, na klar. Aber historisch, wenn wir zurückgehen, wissen wir ganz genau, dass es den Herrn Jesus Christus gegeben hat. Die Kreuzigung hat stattgefunden und deswegen glauben wir. Aber du kannst nicht etwas bezeugen, weil du bezeugst ja, dass du es gesehen hast. Aber ich sage ja nicht im Scheide, dass ich die gesehen habe. Bezeugen, du bist Zeuge, dass du es gesehen hast. Ich bin Zeuge, aber ich habe nicht gesagt oder irgendwie erwähnt oder behauptet, dass ich die aber gesehen habe. Aber du weißt doch, was bezeugen heißt. Das habe ich dir doch gerade eben erklärt. Bezeugen heißt, wenn du vor Ort bist und es gesehen hast. Also wie kannst du etwas bezeugen, wenn du nicht da warst? Bruder, ganz normal, durch Koran, Bruder, durch Koran lesen, Bruder, wenn man sich informiert, Bruder, wenn man weiß, wenn man betet. Bruder, Yasin, ja. Ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Bruder, aber du kannst doch nicht etwas bezeugen, was du nicht gesehen hast. Bruder, das sagst du, das ist deine Aussage. Schwere Geburt, Bruder. Schwere Geburt, ja. Flex? Ja. Ich bezeuge auch, dass es Harry Potter gibt. Alles gut. Ich versuche ihn nur zu helfen. Das leider nicht verstehen. Deswegen gibt es ja immer dieses Diskutieren zwischen Christen und Geburt. Weißt du? Es gibt immer, wenn ich auf Bruder, es wird immer diskutiert, weil Bruder, die glauben an eine Religion und die glauben an eine Religion. Die wissen nicht viel davon und okay. Die wissen okay. Auch nicht viel davon, Bruder. Ich verstehe das nicht und es gibt auch manche Muslime, die halt auch Sachen nicht verstehen. Checkst du, was ich damit meine? Irgendwas behauptet? Fangen wir mal von vorne an. Bezeugst du, dass es Pikachu gibt? Was? Das war's? Bezeugst du, dass es auch Pikachu gibt? Nein, Bruder, nein. Stopp! Du hast gerade Nein gesagt. Stopp! Was hast du gesagt? Nochmal, bezeugst du, dass es Pikachu gibt? Das war nur ein Beispiel! Ey, Mann. Ich kann nicht. Oh, Mann. Yasin, ich will dir nur helfen.
damit du endlich erkennst, dass ich dir die Wahrheit erzähle hier gerade. Ich erzähle hier kein Hokuspokus, das sage ich dir jetzt schon. Yasin. Alle mal bitte liken an unsere Brüder und Geschwister, Leute. Lasst uns mal ein bisschen eskalieren hier mit den Likes. Ich küsse doch eure Herzen, Leute, ne? Ihr wisst ja, ne? Ich weiß, in Liken sind wir nicht so gut, aber. Flex. Ja, Flex, ne? Flex. Guck mal. Aber das Ding ist, warum ich jetzt gelacht habe, wurde, das war auf jeden Fall witzig, was du gesagt hast, weißt du? Ja. Aber. Yasin. Yasin. Yasin, das kannst du doch nicht mit unserem Prophet und Gott vergleichen, Yasin, das geht doch gar nicht. Es geht nicht um deinen Propheten. Es geht Bruder, um dieses, das ist Hype. Das geht nicht. Ganz kurz, es geht nur um ein einziges Wort. Ich möchte nur, dass du ehrlich bist. Bitte, du musst mir gut zuhören. Yasin, ich habe nur, lass mal Prophet, lass mal Bibel, lass mal alles zur Seite. Ich rede nur mit dir als Mensch, das ist mir äußerst wichtig, Yasin, dass du genau die Wahrheit erkennst, so wie Mohammed. Weil der Mohammed, der hier drin ist, der hat das verstanden. Natürlich, ich würde auch lange brauchen wahrscheinlich, aber ich möchte nur, dass du mir zuhörst. Okay? So. Es ist eine ehrliche Frage, die ich dir stelle. Ich weiß, es ist lustig, aber wir gehen mal auf dieses Wort bezeugen. Ja? Und wir lassen mal Religion komplett zur Seite. Okay, wir lassen mal Religion komplett zur Seite. Bezeugst du, dass es Pikachu gibt? Ich werde die Frage nicht beantworten. Siehst du, Yasin, aber dann lebst du in Lügen. Yasin, nein, jetzt hast du dir selber den Schlag gegeben. Guck mal, siehst du, du ja, aber Yasin, dann lebst du in Lügen. Das ist nicht Bruder. Chalas, yo. Nein, 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 das geht dir gar nicht mehr. Bruder, bitte, 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 Flex. Jetzt, Bruder, jetzt geht das jetzt. Nee, jetzt ändere ich meine Meinung. Jetzt ändere ich erstmal meine Meinung, Bruder. Frag ihn mal mit der Polizei, Bruder. Meinung, dass du jetzt nicht jetzt 100% respektvoll bist. Okay, wir machen das anders. Wir machen das anders. Okay, Pikachu lassen wir jetzt mal weg. Bezeugst du, dass es die Polizei gibt? Die Polizei? Ob die Polizei gibt? Ja. Ich jetzt bezeuge. Bezeugst du, dass es die Polizei gibt? Ja, natürlich. Okay, danke. Und warum bezeugst du, dass es die Polizei gibt? Warum ich das bezeuge? Mhm. Weil die halt die Menschen beschützen, gucken, wo Unrecht gibt und so weiter, für das, was sie tun. Weißt, hast du die Polizei gesehen? Also guck mal, ich ja die Polizei habe ich gesehen. Aber Moment, aber diese Polizei habe ich zwar gesehen, Bruder, aber deren Taten wurden auch schon lange auch gemacht, weißt du, auch in anderen Ländern und so weiter. Check schon, was ich damit meine. So, deswegen, ich gebe das 100% zu. 100%. Also, du bezeugst auf jeden Fall, dass es die Polizei gibt, richtig? Das ist nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Ich sag ja, wegen deren Taten auf jeden Fall. Dankeschön. Also kannst du nicht bezeugen, ja, dass du jemanden gesehen hast, wo du selber nicht präsent bist. Nochmal? Also kannst du nicht einen Spruch oder dieses Schahada, was auch immer, nennen, wenn du nie da warst. Also kannst du es gar nicht bezeugen. Bruder, das kann jeder Mensch bezeugen, Bruder, wenn er Interesse an Islam hat. Ich kann das immer wieder. Alhamdulillah. Ja, aber anhand was legst du es denn fest? Bruder. Also gut, Yasin, ich wollte dir nur helfen. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ja. Hallo auch, du Bruder. Und hallo, was ich dir sagen, gerne sagen würde, nein, bevor Yasin. Ich... Yasin. Warte, Yasin. Das Maghrib, ich bleib drinnen, ich werde jetzt nicht rausgehen, damit du nicht sagst, ja, der ist abgehauen. Ja, so, dann gut, frage ich dich, nur beantworte mir wirklich meine Frage, nur. Bitte. Du sagst am Tag fast 20 Mal, jedes Mal ein Ruk'ah, bei jeder Ruk'ah muss man jedes Mal Al-Fatiha sagen. Du musst doch das verstehen. Bro, ich küsse dein Herz, jedes Mal ein Ruk'ah, ich bete 20 Mal, alles klar. Sehr schön. Also betest du nicht, oder was? Wartet mal, er sagt das 19 Mal am Tag. Ich bete 20 Mal am Tag. Sei mal kurz ruhig jetzt. Ich bete 20 Mal am Tag. Und jedes Mal. 4 mal 4 sind 16, das heißt nochmal sind 19. Du kannst nicht mal rechnen.
Geh mal schlafen. Junge, bitte sei immer leise. Sei mal du leise. Bitte, bitte. Yasin, mein erster, wirklich ernste Frage. Jetzt reden wir alle gleichzeitig. Ja, warte, Mohammed, bitte. Dann reden wir alle gleichzeitig. Das ist hier das Ding. Okay, Mohammed, ich rede mit dir, Yasin. Sei ehrlich. Jedes Mal, wenn du betest, jeder Ruk'am, sagst du nicht Al-Fatiha? Doch, sag Al-Fatiha, natürlich. Aber nicht jeder Ruk'a. Doch, jeder Ruk'a, doch. Nein, ist falsch. Boah, falsch, du bist ein Lügner. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Was für ein Muslim bist du? Und falls das wirklich ist, dass du dich wirklich konvertiert hast, dann war das nur wegen deinem Glauben, weil das so schwach wirklich? War. Wirklich? Was für ein Muslim bist du? Du weißt nicht mal, wie man betet und du kommst jetzt hierher. Natürlich, keine Ahnung. Wie ist das? Egal, Leute, ganz kurz, alles gut, wir machen das. Alles gut, wir machen das jetzt ganz einfach. Yasin, ich bedanke mich, dass du da warst. Okay, der ist jetzt freiwillig rausgegangen. Alles gut. Oh, ich küsse doch das Herz. Alles gut. Auf jeden Fall, Leute, habt ihr ja selber gemerkt, das funktioniert so nicht, ne? Das geht so nicht. Also, du kannst nicht etwas annehmen und bezeugen. Das funktioniert so nicht. Es muss schon einen Hintergrund haben, so wie bei uns Christen. Ja, die Kreuzigung schon allein ist der Beweis, dass es den Herrn Jesus Christus gibt. Und wir bezeugen nicht, sondern wir glauben. Und das ist ein kurzer Knockout, ganz kurz. Aber das wollte ich mit ihm nicht machen, weil, wie gesagt, ich beleidige seine Religion nicht. Ich führe einen normalen Dialog mit ihm. Ich debattiere ihn auch nicht. Das ist, aber ich versuche ihm zu helfen. Ja, ich versuche ihm zu helfen. Ja, Leute, es ist traurig. Ich finde das mega, mega traurig. Sehr, sehr traurig, aber Leute, was wollt ihr machen? Ich habe ihnen die Verse gegeben, ich habe ihnen die Verse gezeigt. Man sollte nicht in Lügen leben. Das ist nicht gut. Ja, es ist einfach so. Naja, Sammy Bergheim, komm hoch. Ich küsse doch dein Herz. Komm hoch. Nehmen wir mal den hoch. Weiß nicht, wer das ist. Nur wie Carlo. Carlo kann oben bleiben, ist kein Problem. Carlo, falls wir auf Arabisch was lesen müssen, dann nehmen wir dich dann, ja, dass du übersetzen kannst, Bruder. Gerne. So. Gucken wir mal, wer das ist. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Hoffe, der kommt vielleicht rein. I don't know. So. Alle bleiben nur kurz gestummt. Schauen wir uns das mal ganz an. Hallo. So, mein lieber Sammy, du hast gesagt... Ich bin falsch. Ja, Sammy, du hast gesagt, wir reden hier Unfug und Unsinn. Erzähl mal, was gibt's denn? Nee, nicht du, sondern der kleine Muslima, den meinte ich. Carlo kennt mich auch, ich bin auf eurer Seite. Ah, okay, cool. Ja. Okay, gut. Ich dachte, Sammy, du bist Moslem oder Muslima. Nein, ich bin Jüdin. Okay, du bist eine Jüdin? Ja. Okay. Ja. Love goes out to Israel. Danke, Schatz. Ja, kein Problem. Ich bin sehr, sehr oft bei dir. Carlo kennt mich auch schon seit ein paar Wochen. Wir streamen auch so oft in einem oder gleichen Chats. Mhm. Deswegen ist immer traurig, dass man nicht durchkommt an solchen Hörner, dass man die nicht... Ja. Dass man die überzeugen ist falsches Wort, aber den wurde verboten zu verstehen, weißt du, den wurde von Allah verboten, überhaupt sein Hirn aufzuschließen. Die sind falsch programmiert, sage ich immer wieder. Das ist verlorene Zeitflex. Weißt du, wie das weh tut, wenn du versuchst, mit allen Wegen ihm zu erklären oder halt eine Tür aufzumachen und der kann diese Tür nicht, er kann nicht mal diesen Griff anfassen. Das ist sinnlos, Flex, wirklich. Da schon bei der zweiten... Bei Mohammed habe ich auch gedacht, es wäre sinnlos. Mhm. Ja. Ja. Aber bei Mohammed haben wir gesehen, also unser Mohammed, der hier drin ist, da sehen wir, es hat geklappt, er hat die Wahrheit erkannt. Ja, aber es hat bei Mohammed lange gedauert. Monate. Aber Mohammed ist hier reingekommen. Ich habe das so schleichend mitbekommen, wo Mohammed gesagt hat,
der hat den Islam verlassen. Ich denke mir so, war niemals. Niemals. Genau, aber das ist freiwillig. Und jetzt ist er plötzlich in meinem Channel und er versteht das. Genau. Er weiß, um was es geht. Genau, ne? Weil sein Hirn offen ist, Flex. Sein Hirn ist dafür, sein Herz ist offen. Bei denen ist alles verschlossen. Egal, was Hirn oder Herz befällt. Guck mal, er sagt sogar, naja, das steht so im Buch. Er will dir nicht mal ja oder nein sagen. Und da, ich weiß nicht, du bist so ruhig. Ich respektiere, ich will es auch. Aber schon ich, wenn ich das höre, ich raste aus beim Zuhören. Ich denke mir. Naja, aber wir dürfen ausflippen. Wir müssen mit der Liebe, die Sache mit der Liebe angehen. Guck mal, wenn ich jetzt so sein würde wie die Gummibärbande, dann würde ich bei jedes dritte Wort beleidigen. Aber du kannst doch nicht gleichzeitig predigen und beleidigen. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht über das Wort Gottes sprechen und beleidigen. Geht auch nicht. Deswegen, ich habe Respekt vor dir und ich will lernen von dir so ein bisschen so zu sein wie du. Wirklich. Ohne man muss, guck mal, in der Ruhe liegt die Kraft. Genau. Und davor müssen die sich fürchten. Genau. Weil wir sind ganz entspannt. Wir müssen als Christen sehr entspannt sein. Ja. Ne? Ganz entspannt. Die sollen beleidigen, ist kein Problem. Die sollen sie machen, was sie wollen. Ja? Genau. Aber wir bleiben entspannt. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. Ganz einfach. Aber wenn der Stress dann kommt, dann geht die Post richtig ab. Ja. Das ist mein Spruch. Hundertprozentig. Ja. Wenn der Stress zu mir kommt, dann geht die Post richtig ab. Aber solange ganz gechillt bleiben, nie beleidigen, sollen sie machen, was sie wollen, ist es egal. Aber wir bleiben einfach in der Liebe. Fertig. Ne? Ja. Alles ist gut. Bruder, hier sind welche drinne. Hier sind welche drinne, die von der, wie du gesagt hast, von der Gummibärchen, zum Beispiel dieser Ex-Christ. Komm hoch, Ex-Christ. Fake-Christ. Mhm. Du warst nicht Christ. Komm hoch. Ja, Ex-Christ, dann komm mal hoch. Erklär mal ein bisschen über die Trinität. Wenn du sagst, du bist ein Christ, Ex-Christ, dann komm mal hoch, ich küsse dein Herz. Ne? Komm hoch. I kiss your heart, my brother. Komm. Deswegen sage ich dir und Carlo immer wieder und euch, wenn ich euch zuhöre, wenn ihr so richtig ruhig und respektvoll bleibt, egal ob der ausrastet oder nicht oder halt verarscht auch beim Reden, man merkt, dass er verarscht, weißt du? Und diese... ich will von euch lernen, sage ich auch Carlo immer wieder. Ich so, Carlo, ich muss zu dir, ich muss Stunden nehmen, dass ich einmal so werde. Ja, aber Sammy, ganz kurz, Sammy. Ex-Christ, komm hoch. Ich küsse dein Herz. Komm, Ex-Christ. Ich debattiere dich. Wenn du sagst, du warst mal Christ, dann komm hoch. Stell dir eine einzige Frage. Komm hoch. Muss dies auch da kommen? Eine einzige Frage. Bruder, wir und machen du wirst sogar diese fair, Frage nicht beantworten können. Komm hoch. Wir machen das sogar fair. Wir holen den Ex-Christ noch hoch und Musti. Die sind dann zu zweit. Guck mal, du hast Musti. Ich schmeiß alle runter. Ich alleine gegen euch zwei sogar. No problem. Komm hoch. Ich küsse dein Herz. Alles klar. Komm hoch. Alles klar. Dann gehen wir raus und lassen dich. Noch nicht. Warte. Der soll erstmal eine Anfrage schicken. Noch nicht. Bleib hier. Soll kommen. Ex-Christ, komm. Ich küsse dein Herz. Bañado, komm hoch. Gracias, muchachos, komm hoch. Komm hoch, Ex-Christ. Nicht da unten schreiben, komm hoch. Wir reden in einem sauberen Dialog. Komm hoch, ich küsse dein Herz, komm hoch. I kiss your heart, my brother. Und da kannst du auch so gleich deinen Joker holen und die ganze Bande. I kiss your heart. Komm hoch, Ex-Christ. Ich gebe dir 10 Sekunden. 10, 9, weil du hast so eine große Klappe gehabt, so hochmütig, komm hoch. 10, 9, 8, jeder der 300 Zuschauer weiß jetzt, dass du ein Schisser bist. Komm hoch, ich küsse dein Herz. Ich bin sehr respektvoll zu dir. Ich werde dich niemals beleidigen. Auch deine Ideologie nicht, auch dein Glauben nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, genau. Also, dann hast du ja bewiesen, dass du nichts drauf hast. Ganz einfach. Ne? Also, wir können ihn jetzt ignorieren. Das hat eh keinen Wert mit dem. Ne? Hat sich erledigt. Alles gut. Am allerbesten Falle, Leute, stummt ihn. Ja, wenn er hochkommen möchte, der hat immer noch die Möglichkeit.
So, ansonsten so solche Töne zu klopfen und dann noch, das stummt ihm am liebsten direkt. So, ansonsten Leute, ja, lasst uns über Gott sprechen, ja, lasst uns über die Bibel sprechen, über die anderen Sachen. Ihr wisst ja, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr viel reden. Wir haben unsere Arbeit getan, wir haben unsere Arbeit gemacht. Ne? Ja, es ist einfach so. Musti, du hast eine Anfrage geschickt, ja, mein Lieber. Wie geht's dir erstmal? Mir geht's gut, wie geht's euch? Ich wünsche euch allen einen guten Tag, wie geht's euch? Mir geht's hervorragend, ich kann mich gar nicht beklagen. Ne? Jeden Tag richtig gut, richtig stark. Ne? Das freut mich. Und fleißig am Trainieren immer, wie immer. Ja. Ich wollte nur kurz zu dem davor etwas sagen, wo du mit dem, ich weiß nicht, wie der hieß, Yasin, ne, war das? Ja. Und zwar zu dem Wort mit bezeugen. Bezeugen ist ein Synonym zu bestätigen. Man kann auch etwas bezeugen, wenn man es nicht gesehen hat oder gehört hat. Und zwar, indem man zum Beispiel... Also wenn du vors Gericht gehst, ja, ich frage dich jetzt mal diese Sache diesbezüglich, damit du verstehst, was bezeugen heißt. Also, wenn du vors Gericht gehst und du etwas nicht gesehen hast, bezeugst du es immer noch? Wenn ich es erklärt bekommen habe, dann könnte ich es bezeugen. Ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Nein, du kannst nicht etwas bezeugen, was du nicht gesehen hast. Du musst vor dem Tatort da sein, dass du es bezeugen kannst, dass du es gesehen hast. Und dann kannst du sagen, ich bezeuge, weil ich war da. Ich bezeuge. Deswegen heißt es bezeugen. Darf ich den Gegenbeispiel geben? Deutsches Wort, darfst du nicht vergessen. Okay, ich gebe dir ein Gegenbeispiel, okay, was ganz Einfaches. Und zwar, die Mathematik ist zum Beispiel eine Geisteswissenschaft. Das heißt, alles, was in der Mathematik passiert, beruht absolut auf Logik und nicht anhand richtigen Tatsachen. Erst wenn man sie anwendet, beruht sie auf Sachen, die man in der Realität tut. Wenn ich dir jetzt sage, dass 2 plus 2 4 ist, kannst du mir das bezeugen? Ja, weil das Ergebnis, was dabei rauskommt, ist 4. Deswegen kann man es bezeugen, dass es 4 ist, ja. Zu 100% nur Logik. 2 plus 2 ist ein komplett fiktives Ereignis. Das ist absolut. Also, wenn du zwei Hände hast, ich mach's dir sogar noch einfacher. Wenn du zwei Hände hast, aber jetzt. Warte mal ganz kurz. Ja. Wenn du zwei Hände hast und du holst noch andere zwei Hände, wie viel sind hier? Das sind 4 Finger. Also kann ich bezeugen, dass es auch 4 Finger sind, richtig? Ja oder nein? Das sind aber 4 Finger, es ist nicht 2 plus 2. Warte! Ja. Trotzdem kann man's bezeugen. Hier, 4. Wenn du 4 nimmst, zähl das mal. Wie viel Finger sind da? Wie viele Finger sind da? Das sind 4 Stück. 4. Also kann ich es auch bezeugen, dass das 4 ist. Okay, dann gib's dir doch ein Beispiel. Kannst du mir die 4... Hey, ganz einfach. Ganz einfach. Hey. Also, sag mal, was ist denn das für eine Logik? Nein, erste Sache ist, bezeugen ist tatsächlich, könnt ihr alle im Duden nachgucken, bezeugen steht im Synonym für bestätigen, etwas für richtig erklären. Du kannst nicht etwas bestätigen, wenn du nicht da warst. Aber ich kann doch etwas bestätigen, wenn die Logik darin passt. Was ist das für ein Sinn? Wenn doch etwas das logisch ist, dann kann ich das bezeugen. Oh Mann, das ist so eine Unlogik, was du da sagst. Der Ibo will auch hoch. Also könnt ihr mir jetzt sagen, warte, dass das Christum... Musti, dann wäre die Name nicht Ashahada, sondern anders. Ashahada bedeutet, ich habe was gesehen. Also jemanden, der gesehen hat. Ashahada. Nein. Weißt du, was Ashahada heißt? Was bedeutet? Nein, Ashahada, Ashahatu. Ashahada, Ashahatu, ich hab gesehen. Ashahada, Ashahatu, ich hab gesehen. Okay? Also, bitte. Also, jetzt hat der Bruder dir das auf Arabisch gesagt. Würdest du das jetzt leugnen, Musti? Shahadu heißt bezeugen. Erste Sache das. Und bezeugen kann auch bestätigen heißen. Das heißt, wenn man im Koran und in den Hadithen okay, guck mal, du hast jetzt vor 300 Leuten gesagt, es kann was bedeuten? Bestätigen, richtig? Ja. Okay, wenn wir das Wort bestätigen, die Definition rausholen, kannst du nur etwas bestätigen, was du gesehen hast? Falsch. Ich gebe den Gegenwart. Natürlich, das kann dir jeder, der die deutsche Sprache beherrscht, kann mir ein Ja geben. Leute, es ist nicht so. Alle mal in den Kommentaren reinschreiben, meine Brüder und Geschwister. Bestätigen kannst du nur, wenn du etwas gesehen hast. Kannst du sagen, ich bestätige es. Gibt es die vierte Dimension? Also die Dimension, in der man sagt, dass das Universum sich ausbreitet. Keiner kann diese vierte Dimension hören, sehen, schmecken, jeder mit irgendwelchen Sinnen erfassen. Richtig, weil du es nie gesehen hast, also kannst du es auch nicht bestätigen. Es ist aber ein mathematisches Konzept, was bestätigt worden ist.
Oh mein Gott. Bruder Flex, dieser Ibo will auch. Bruder, du weißt, dass ich recht habe. Ich küsse doch dein Herz. Hilfe. Nee, du hast kein Recht. Das ist so eine Unlogik, was du gerade geredet hast. Warte, warte. Moment. Ibo. Flex. Flex. Da steht. Es steht im Koran auch, ne, ein Vers. La tus'alu wa la tus'alun. Das heißt, fragt niemals. Mhm. Ihr werdet nicht gefragt und ihr könnt nicht fragen. Deswegen, die schalten den Gehirn nicht. Zum Beispiel ich als Ex-Muslim, hallo, ich konnte niemals mit Gedanken überhaupt denken. Hört ihr mich? Sobald ich denke, bin ich aus dem Islam getreten. Zum Beispiel, ja, sobald ich über eine Sache denke, bin ich aus dem Islam getreten. Hallo, das ist das. Könntest du mal ein Beispiel nennen? Ich noch was dazu sagen, Musti. Du darfst niemals den Islam in Frage stellen. Und das sagen dir auch die Imame, das sagen dir jeder Hodja, wird dir das sagen, weil sie sich damit auskennen. Wehe, du hinterfragst. Ja, wehe. Wehe, du hinterfragst. Wehe, du hinterfragst es. Oh. Aber gib mir mal. Bismillah. Also, ich habe jetzt eine Frage. Bismillah, was die mit dir machen. Ich habe eine Frage an Carlo Mohammed. Also, ihr habt doch gesagt, ihr hinterfragt Sachen. Und da, wo ihr angefangen habt zu hinterfragen, in welchem Thema habt ihr denn angefangen zu hinterfragen? Ich habe mich mit vielen Leuten. Soll ich dir sagen? Ich kann es wirklich wissen. Es steht ein Hadith. Guck mal, wisst ihr, von wo ich das habe? Ich erzähle euch mal was. Wisst ihr, von wo ich das habe, warum ich sage, man darf es auch nicht hinterfragen? Das hat der Bruder Mohammed genau auf den Punkt gebracht. Ich habe mit jemandem eine Auseinandersetzung so ein bisschen so gehabt, weil er das so mitbekommen hat, ja, dass ich über Religion spreche, über den Glaube. Und dann hat er mich in der Firma mal angesprochen und hat gesagt, hey, man darf es nicht hinterfragen, warum redest du darüber? Und dann gucke ich den an, ich denke mir so, genau da ist euer Problem. Ihr hinterfragt nicht. Guck mal. Ihr dürft gar nicht mal hinterfragen. Richtig, aber guck mal hier, zum Beispiel ich, Flex kennt mich ja schon länger, ja? Wir haben immer debattiert, wir haben immer geredet über Christentum, Islam, dies und das. Ich habe gesagt, na, du bist ein, weißt du, als jemand gesagt hat, du bist ein Jahil, du weißt gar nichts, dies, das. Ja. Diese Vergangenheit, Allah. Und kaum habe ich mich das selber hinterfragt und deswegen heißt es, du sollst im Islam nichts hinterfragen, weil dieser Shaitan, der sich als Allah, also als Gott ausgibt. Nein, nicht beleidigen. Wir dürfen sie nicht beleidigen. Okay. Der Koran sagt, du darfst nicht hinterfragen. Sagen wir mal so. Aber warum? Warum darfst du nicht hinterfragen? Weil es immer darauf ankommt, sobald man das hinterfragt, weiß man sofort, dass der Islam die falsche Religion ist. Man weiß das sofort. Das macht direkt. Gib mir doch mal ein Beispiel, wo ihr redet die ganze Zeit, aber ich habe immer nichts gehört. Flex, okay. Darf ich mal kurz was sagen? Du kannst gleich was sagen. Musti. Ja, bitte. Wenn ich dir jetzt einen Vers zeige, ich frage dich jetzt. Darf man in deine Religion, sobald man sie gewechselt hat, darf man die Person eine Nackentherapie verpassen? Darf man das? Ja oder nein? Wie jetzt? Also was meinst du? Also ich habe jetzt. Was meinst du mit Nackentherapie? Also guck mal, ich lasse jetzt meinen Nacken so ungefähr, so in dieser Höhe. Ich verlasse jetzt die Religion, kriege ich eine Nackentherapie? Also du meinst, dass du finito gemacht wirst, meinst du? Genau. Bin ich dann ein Murtad, Munafiq, irgendwas, kriege ich keine Nackentherapie? Oder ein Murtad ist nur in der Scharia, also erst nur, wenn du in einem islamischen Land, wenn die Scharia regiert wird, dann ja. Und dann auch nur aufgrund dessen. Hat der Prophet, guck mal, ich mach's noch kürzer, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja, ja. Hat der Prophet gesagt, wenn du deine Religion verlässt, kriegst du eine Nackentherapie? Glaubst du daran, ja oder nein? In der Scharia, ja. Okay, und so jemanden folgst du? Ich sag dir auch den Grund, warum. Und zwar, wir im Islam gehen davon aus, dass La ilaha illallah Muhammad al-Rasulallah alle 124.000 Propheten, die jemals gelebt haben, gepredigt haben. Jemand, der La ilaha illallah ablehnt und schon mal... Wer betet denn auf Muhammad? Niemand betet bei Muhammad. Muhammad hat La ilaha illallah gepredigt. Allah betet nicht auf Muhammad. Nein. Oh je. Allah betet zu Muhammad? Oh je. Warte ganz kurz, lass mich kurz erklären, wir springen gerade von Thema zu Thema. Und bei dem Thema ist das so, dass es gewisse Fristen gibt. Zum Beispiel in einem islamischen Land wäre es so, dass man dir die Möglichkeit gibt, wenn du sagst, okay, ich verleugne es, dass der Islam die Wahrheit ist, dann wirst du 3 Tage lang, in den meisten Rechtsschulen, in 3 ist es so, wirst du 3 Tage lang mit den Gelehrten des islamischen Landes. Und wenn du es nicht machst?
Wenn du es nicht machst und sagst, nein, dann kriegst du die Nackentherapie, wie du auch gesagt hast, aufgrund welcher Begründung? Und zwar, du hast eins ausgelassen, entweder du musst das Land verlassen oder du kriegst eine Nackentherapie. Genau, jemand, aber wer drin bleibt, warum? Jemand, der das abgelehnt hat, hat somit auch die Wahrheit, den Prophet, also das ist aber kein Grund, jemanden zu töten. Abgelehnt. Also Musti, wenn das dein Glaube rechtfertigt, dass nur weil jemand sagt, hey, nee, dass er geht, ja, und dass er dafür eine Nackentherapie bekommt, frage ich dich jetzt, ist das Gottes Wort? Ich sag dir warum. Darf ich es kurz erklären? Ganz einfach. Es ist sogar verständlich, wenn man sich ein bisschen hinterfragt. Das klingt absurd, aber ja. Und zwar ist das, wenn du als Mensch die Wahrheit akzeptiert hast, zum Beispiel, dass 2 plus 2 4 ist und aus dem Grund sagst, nein, das ist nicht mehr so, dann heißt das also, irgendwas ist bei dir falsch. Irgendetwas, dein Influence ist falsch und du bist eine Gefahr dafür, dass du, weil du ja so extrem trotzt und keinen richtigen Grund hast, dass du andere Leute dazu beeinflusst, dass sie auch diese Religion verlassen. So, es ist eine aktive Gefahr. So, das heißt also, du bist ja, weil du eh schon verlassen hast und eh schon die Wahrheit einmal gesehen hast und sie abgelehnt hast, wirst du nicht nochmal zur Wahrheit kommen. Das heißt, dein Leben ist ab dem Punkt... Siehst du, und das ist der Unterschied zwischen unser Gott und euer Gott. Unser Gott sagt, du hast dein Leben lang Zeit, den Weg zu mir zu finden, denn ich bin das Leben. Ja, ich bin das Licht und das Leben und die Wahrheit. Mhm. Ja, aber dein Gott sagt aber, hey, when you leave the religion, I'm going to give you this. Das kann nicht von Gott kommen, mein Freund. Das muss Gott würde dir niemals, also, Gott würde dich niemals verletzen, nur weil du gerade die Religion gewechselt hast, sondern er gibt dir immer noch das Leben lang Zeit, zu ihm zu finden. Aber ich kann euch noch ein Beispiel geben, dass das relativ unwahrscheinlich ist, dass sowas passiert. Im Osmanischen Reich. Warte mal, war bei dir gerade Polizeisirene? Nein, nein. Bist du sicher, dass das nicht die Scharia-Polizei ist? Ich mach Spaß, rede weiter, alles gut. Das ist sehr respektlos. Ich bin ehrlich, wir sind noch in einem. Nein, ich mach doch Spaß, alles gut, alles gut. Also, ich meine, 600 Jahre im Osmanischen Reich wurden 2 dieser Strafen vollzogen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, liegt eigentlich bei null, weil du musst schon 100%, also die Frage ist, du lebst in einem islamischen Land, wie kommst du darauf, dass der Islam falsch ist? Ich frage immer noch Carlo Mohammed, ich habe immer noch gar keine Argumente bekommen. Ich habe noch nichts gehört. Achso, du willst von denen ein Argument hören? Okay, Carlo, dann lass mal Carlo machen. Carlo, mach du als erstes, Bruder. Okay, erstmal zum Islam abtreten, das ist ja, würde nicht mal der Alter, weil das steht auch bei Hadithe, ab 7 Jahre muss die beten. Ab 10 Jahre, du darfst dich schlagen, wenn sie nicht beten. Also wenn derjenige zum Beispiel 11 Jahre, der ist ein Kind und der sagt, ach, ich bete nicht, ich glaub das nicht. Du darfst sogar die Kinder töten und das ist ja nicht Männer, sondern Kinder. Ja, klar. Ja, das stimmt. Ja, klar. Also hier steht Schlagen. Also erst Alter, warte, muss ich, bevor du redest. Ein 11-Jähriger, ab 10 wird Pflicht sein. Zu beten, Pflicht sein. Ein 11-Jähriger, der sagt, zum Beispiel, kommt in ein Live vom Flex, der sagt, Papa, ich glaube nicht an Muslime, ich werde vielleicht Christ oder keine Ahnung, glaube ich nicht. Ne? Der ist Murtad. Und Murtad, wie du gesagt hast, entweder verlässt er das Land oder wird getötet. Der ist ein 11-Jähriger. Woher soll er das Land verlassen? Also, das will ich ja erstmal feststellen. Also, du musst erstmal 11 Jahre ist nicht das Maß, sondern das Maß ist ab dem Zeitpunkt, wo deine Pubertät. Ab sieben Jahre. Wir reden über Jungs. Nicht ab dem Zeitpunkt, auch bei den Jungs, ab dem Zeitpunkt, wo die Pubertät anfängt. Wir gehen mal weiter. Oder ich verabschiede mich, ich gehe essen. Gottes Frieden an euch alle. Kein Problem, Novi. Bis dort. Yo, ciao. Ciao. Also erst ab der Pubertät und nicht ab 11 oder ab 7, sondern geile Balaisaman fängt an, wenn du in die Pubertät kommst. Ab da fängst du an, deine Pflichten zu folgen. So. Ja, aber was ist jetzt, wenn einer schon mit 11 Jahren in der Pubertät ist? Wird er dann trotzdem Kopf kürzer gemacht?
Nein, guck mal. Da steht eine Göttin. Das ist die Realität. Mal, aber nein, nein, es ist nicht die Realität. Guck mal, Musti, lass mich dir das einfach machen. Ich habe Leute hier drinnen. Ja. Ahmad, Ex-Muslim, der ein Salafi war, der sich mit dieser Materie von A bis Z auskennt, ja, der ausgetreten ist, ja, der jetzt gefährdet ist. Ja, wir haben einen Christian Prince hier bei uns. Ja gut, der ist jetzt nicht hier drin, aber wir haben einen Christian Prince, ja, der ausgetreten ist. Ja. Ja. All diese Leute, die von diesen salafistischen Szene kommen, kennen es von A bis Z so gut, dass sie gesagt haben, das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Also wenn jemand dir sagt, hey, when you leave the religion, I'm gonna give you this, ja, kannst du mir nicht sagen, dass es eine gesunde Lehre ist. Guck mal, denn unser Herr, guck mal, weißt du, wer ein Leben nimmt? Nicht der Mensch, sondern Gott nimmt Leben und nicht der Mensch. Oder jetzt, guck mal, also erste Sache ist, ich will jetzt kurz sagen, wenn Jesus, guck mal, ganz wichtig, wenn Jesus mir diesen Befehl geben würde und Mohammed aber sagen würde, hey, ich bin das Leben und die Wahrheit, dann würde ich Mohammed folgen und nicht Jesus. Aber weil Mohammed gesagt hat, whoever changes his religion, give him this, kann das schon mal gar kein Prophet sein. Also ist es nicht das, sondern die Steinigung. Jesus Christus hat aber gesagt, wer das Schwert nutzt, der wird durch das Schwert umkommen. Weißt du, was auch noch eine Todesstrafe ist? Das ist ein Riesenunterschied. Weißt du, was die drei? Also wie könnt ihr jemanden als den besten Menschen der Welt nehmen, obwohl Jesus Christus aber ohne Sünden war? Und das ist halt die Sache, die leider Gottes nicht alle verstehen. Und zwar, weißt du, für was es auch noch... Aber Flex, eine Frage jetzt mal. Wir haben jetzt viel geredet. Bruder, zwei Sekunden. Musti, eine Sekunde bitte, Bruder. Ich höre dir gerne zu gerade. Aber ich will nur eine Frage stellen. Ja. Flex, du sagst doch gerade, Jesus war doch sündenfrei, ne? Er war sündenfrei, ja. Glaubst du das? Er war sündenfrei, ja. Also, glaubst du daran? Ich glaube sehr, sehr fest daran, dass er sündenfrei war. Er war ohne Sünde. Jetzt mal eine Gegenfrage. Wie kannst du daran glauben, wenn du nicht dabei gewesen bist? Was meinst du? Anhand der Schriften sehen wir doch, dass er dann glaubst du an die Schriften. Aber glaube an den Heiligen Geist. Richtig. Ich glaube daran, weil es da drin steht. Richtig. Okay. Also, ich bezeuge es nicht, ich glaube. Es ist ein Riesenunterschied, mein Freund. Du glaubst daran. Richtig. Also, aber der Glaube kommt aus Überzeugung. Okay. Weißt du, wer die Aposteln waren? Weil du hast doch vorhin auch Musti gefragt. Mit Ich hab dir eine ganz einfache Frage gestellt. Wer waren die Aposteln? Na, ich stelle dir gerade die Gegenfrage von deiner Frage. Weißt du, was ich meine? Und ich habe sie dir beantwortet. Wir bezeugen nicht, wir glauben. Das ist ein Riesenunterschied. Aber Glaube kommt aus Überzeugung. Nochmal. Der Glaube kommt bezeugen aus Überzeugung. Heißt, wenn du vor Ort warst, mein Freund. Die deutsche Sprache ist schwer, ich weiß. Ja, ja, bezeugen. Ich weiß, ich bin selber hier geboren. Ja, also, dann weißt du doch wohl, was bezeugen heißt. Glauben kommt von Überzeugen. Nicht überzeugen, sondern bezeugen, mein Freund. Nicht überzeugen, bezeugen. Ich weiß ja nicht, wenn du nach Deutschland gekommen bist, aber der Glaube kommt von Überzeugen. Immer noch. Und du sagst, du glaubst an Jesus und du glaubst an die Schriften von euch. Aber kannst du es denn bestätigen, dass es stimmt? Bezeugen hat nichts mit Überzeugen zu tun. Daran merkt man, dass du die deutsche Sprache nicht verstehst. Das ist nicht böse gemeint. Überzeugen ist eine andere Sache wie bezeugen. Immer noch. Was? Überzeugen ist was anderes wie bezeugen. Genau, weißt und du das? Kannst nicht etwas... Du kannst nicht etwas bezeugen, wenn du nie da warst, mein Freund. Wir glauben, wir bezeugen nicht, wir glauben. Das ist ein Riesenunterschied, mein Freund. Du merkst gerade, du verdrehst die Frage so sehr. Du hast vorhin Musti selber gefragt, du hast richtig penetrant in dieses Loch reingebohrt. Jetzt stelle ich dir dieselbe Frage und du willst dich aus diesem Loch rausbefreien, merkst du das? Okay, und wo habe ich mich jetzt rausbefreit, wenn ich dich fragen darf? Du willst dich rausreden, indem du sagst, du glaubst daran. Du glaubst an die angeblichen Fantasieschriften. Also, das sind so Punkte für mich, keine Ahnung. Du bist echt respektlos. Ich finde das bei dir komisch. Ich habe jetzt oft dein Live angeguckt und ich finde dich ehrlich komisch. Also, tut mir leid. Okay, ich gehe mal darauf ein. Wenn ich komisch bin,
Ich bin sehr respektvoll zu dir. Ich werde dich niemals beleidigen. Warum? Ich auch nicht, das oder? Ist meine Art. Ich bin so ich Mann genug, ich brauche das gar nicht. Ich nur der Punkt ist, nur... Guck mal, du aber, bist korrekt. Ganz guck mal, kurz, du bist korrekt. Ganz gut. Aber, mal, warte, du bist ich gehe sogar drauf ein und sag dir, bezeugen und glauben sind paar Schuhe. Das ist unterschiedlich. Okay. Wir glauben, aber wir bezeugen nicht, weil wir nicht vor Ort waren. Also können wir nicht etwas bezeugen, wenn wir nicht vor Ort waren. Daraufhin habe ich dir eine perfekte Antwort gegeben. Kein Problem. Was, ich lasse dich einfach mal in deiner Meinung. Ich bleibe bei meiner Meinung. Guck mal, du bist korrekt, Flex. Guck mal, du bist in deiner Wortwahl und deiner Redensart bist du korrekt, okay? Ehrlich gerade. Also respektvoll. Aber dein Chat, also wirklich, mit Abstand die größten Hurensöhne, tut mir leid. Nein, na, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn sie erst recht dann auf dich losgehen. Bleib respektvoll und glaub mir, der Chat ist respektvoll. Jeder, guck mal, Flex, jeder kann auf mich losgehen. Guck mal, nein, Ibu, versteh nur, worauf ich hinaus möchte. Ibu, guck mal. Ich verstehe dich zu 100%. Wir haben hier Muslime, die hochgekommen sind, die sehr respektvoll geblieben sind. Das ist schön. Und so, warte, ganz kurz. Und so wie du redest, so bemüht sich auch der Chat, respektvoll zu bleiben. Aber wenn du sowas in den Raum wirfst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die Leute dann erst recht dann keinen Respekt haben. Guck mal, Flex, nochmal. Ich respektiere jeden Menschen, ob hier, TikTok, egal wo, alle, ne? Ich habe deinen Chat gerade 15 Minuten beobachtet und 40 Beleidigungen gesehen an Musti. Also wirklich 40 Beleidigungen, wo er wirklich beleidigt und verflucht wird. Aber Ibu, habe ich dich hier drinnen beleidigt? Habe ich dich erwähnt? Okay, habe ich deinen Propheten beleidigt? Nein, habe ich deinen Propheten beleidigt? Okay. Alles gut. Ich möchte nur, ich möchte das nur in den Raum stellen, dass du weißt, dass ich respektvoll mit dieser Sache, ich gehe wirklich mit Respekt um. Mir ist es wichtig, davor bin ich ganz ehrlich, war ich in den letzten paar Monaten, bin ich sogar ehrlich, war ich sehr respektlos, ja. Mhm. Da habe ich auch mal ein paar dumme Sprüche mal rausgelassen, habe beleidigt und so. Gebe ich vollkommen zu, aber ich habe eingesehen, das passt in diesen Stream nicht rein. Ja, das passt in diesem Stream nicht rein. Ich lache zwar, ja, ich lache manchmal gewisse Dinge aus, bin ich ganz ehrlich, weil es einfach witzig ist, aber ich werde niemals beleidigen. Guck mal, es geht nicht um dich. Und ich möchte nur, weil du ein Wort gesagt hast, bitte ich dich nur um eine einzige Sache. Okay. Und du wirst sehen, dass die Leute ganz anders auch reagieren. Möchte ich bitte, dass du dich für diese Wortwahl entschuldigst, was du hier den Leuten gesagt hast, weil das ist nicht richtig. Guck mal, nochmal, ich erkläre das nochmal in Ruhe, okay, in ein paar Worten nur. Du hast mich beleidigt. Ich finde dich immer noch korrekt, auch wenn du eine andere Meinung bist und pipapo ist, jeder hat seine eigene Meinung. Ich finde dich korrekt. Nicht alle im Chat, aber ich finde einige im Chat. Ich bleib dabei. Das sind richtige Punkt. Guck mal, sei nicht stur. Ich würde diesen Schritt gehen. Guck mal, es ist nicht mal böse gemeint. Versuch das mal zu durchbrechen und sag einfach, hey Flex, du hast recht, ja, ich war jetzt vorhin respektlos, ja, es tut mir leid. Es reicht schon. Und du wirst sehen, die Leute werden ganz anders sein. Okay, kein Problem. Guck mal. Ja, bitte. Also nochmal, es tut mir an die Leute leid, die sich gerade angesprochen fühlen. Aber ich meine wirklich nur die, die vorher beleidigt haben. Und da bleibe ich bei. Ihr habt damit nichts zu tun. Du auch nicht. An die Leute, die vorher beleidigt haben, bevor irgendwas war, die waren gemeint. Okay, gut. Alles gut. Aber wie gesagt, keiner beleidigt, das ist alles okay, Leute. Ne? Es ist mir wichtig, weil ich bin hier nicht wie die Gummibärbande, wo hier bei alle zwei, drei Wörter beleidigen. Sowas gibt es bei mir nicht. Einfach. Das ist wichtig. Man kann respektvoll debattieren und respektvoll seine Meinung austauschen. Und jeder kann glauben, an was er will, ob jemand an Elefanten glaubt oder an den Christentum, keine Ahnung.
Jeder kann glauben an, was er will. Hauptsache, wir leben mit Frieden miteinander hier. Richtig. Ja, alles gut. Hauptsache ist, die Sache gehen wir mit respektvoll. Genau. Aber wie gesagt, wenn du jetzt das HS-Wort sagst, das ist nicht richtig. Ich will dich nur korrigieren. Nein, alles gut. Weil ja. Guck mal, du weißt schon, hier gibt es Leute. Hier gibt's Leute, die bei mir im Hintergrund sind, die hören das und ich kriege hier die ganze Zeit Nachrichten und schreiben so, hey, wo wohnt der Kerl? Das muss nicht sein. Das ist kein Problem, die können gerne vorbeikommen. Also. Nein, Ibu, nein. Nee, nein. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Warte mal, Ibu. Ich wohne in Hannover, also an die Leute, die wirklich vorbeikommen, kommt lass gerne. Das, Ibu, lass Ibu, das, hör das. Auf. Bitte, hör auf. Hey Flex, ich gehe raus, ich gehe zur Latina rüber. Ja. Ich wünsche dir und allen anderen hier Gottes Segen. Ja, und Bruder. Bis zum nächsten Mal, Bruder. Ja. Und Flex? Also, ja, es haben dir einige Leute geschrieben, wo ich wohne, oder gefragt, wo ich wohne, damit die vorbeikommen, oder? Ibu, warum provozierst du? Warum machst du sowas? Bruder, die können mir alle einen nuckeln, die vorbeikommen wollen. Das sind trotzdem Hurensöhne. Punkt, Ende, aus. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, das sind Hurensöhne. Im Internet okay, immer so groß egal, Ibu, und Pipapo Ibu, danke, und bla bla bla. Danke, ist auch nicht okay. So schlimm, Ibu. Alles gut, ich hab's jetzt versucht, egal. Ich würde jetzt weitermachen, Ibu. Dann, wie gesagt, dann wünsche ich dir alles Gute und ich hoffe, du genießt den Tag. Ja, okay, er ist selber rausgegangen. Alles gut. Er ist selber rausgegangen, Leute. Alles gut. Ich will mich nochmal entschuldigen für ihn, weil das ist nicht das Benehmen, was wir in unserer Religion leben. Und ja. Das ist definitiv anti. Also jemand, der beleidigt, das ist keine Eigenschaft, die wir irgendwie gepredigt bekommen. Ja, nee, alles gut. Ich meine, wenn du das für ihn machst, alles gut. Ich wollte noch eine Sache sagen zur Nackenbestrafung. Da bin ich stehen geblieben und dann ist der über mir ins Wort gefallen. Und zwar, tatsächlich ist das so, dass ihr das auch versteht. Und zwar, du bekommst nicht nur für das die Nackenstrafe, sondern wenn jemand ohne Grund jemanden töten sollte, dann bekommt er selber auch diese Strafe. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer islamischen Regelung wären und ich würde dich aus Jux den Boden gleich machen, dann würde ich dafür auch diese Strafe bekommen. Aber auch wenn, ich muss wirklich nochmal anmerken, an alle, die das nicht verstehen. Das gilt nicht hier in Deutschland. Das gilt auch in keinem anderen Land. Das gilt nur, nicht mal in der Türkei gilt das. Es gibt nur in einem Land, wo zu 100% diese Regeln herrschen. Und wenn nicht, dann muss ich mich an die Regeln halten, die in diesem Land herrschen. Das heißt zum Beispiel, sei es Deutschland, Frankreich, Holland, wo ich auch immer lebe, ich darf das nicht machen. Wenn ich das mache, bin ich zu Unrecht. Das darf ich nicht. Aber Musti, es geht ja darum, dass ich aufkläre. Ich meine, wir haben Moslems hier drinne, die geschrieben haben, wie Al-Jubino hat geschrieben, hey, Flex, ich als Moslem finde es ganz stark, wie du den Christentum oder beispielsweise deine Religion verteidigst. Es geht nicht unbedingt darum, es zu verteidigen. Es geht darum, die Wahrheit zu verbreiten und nicht in Lügen zu leben, Leute. Darum geht es mir. Wir müssen nicht ganz kurz, Leute. Musti, Bruder. Ja, ich höre dir zu. Das gucken an alle, auch dir, deine Familie. Bruder, natürlich. Du bist voll geblieben. So muss es sein. So ist es richtig. Unabhängig, was für einen Glauben du hast, Religion oder wie auch immer. Das ist sehr wichtig. Es gibt immer Leute, die natürlich, das ist halt so, auch mich als Christ vielleicht beleidigen. Die Christen beleidigen, gibt's leider auch. Warum auch immer, es gibt sowas. Wir sind alle Menschen. Aber ich habe eine Frage. Bruder, man wird als Moslem geboren, nicht wahr? Man wird als Muslim geboren, ja. Okay. Das heißt, du akzeptierst mich quasi, ich bin ja Ex-Muslim. Du akzeptierst somit, dass ich wirklich Ex-Muslim war, ne? Ich bin Albaner von der sunnitischen Familie. Und bei mir, ich will dich auch nicht überreden oder sonst irgendwas. Mhm. Ich will dir nur wirklich was ans Herz legen. Was du damit machst, ist deine Sache. Okay. Guck mal,
Ich will dir nur was sagen. Wie gesagt, ich will dich auf keinen Fall zu irgendwas überreden oder so. Aber alleine, ohne ein Hodja, ohne Kollegen, alleine, dass du dir selber Gedanken machst. An diesen Dingern bin ich an meinen Endpunkt gekommen, wo du gesagt hast, ja, diese Befehle, ich muss jetzt aufpassen, wie ich rede, du weißt, mit dem Nacken und so, ne? Ja. Und damit wir hier nicht irgendwie gesperrt werden. Ich habe mich echt gefragt, so, ey, wenn Menschen die Aufgabe übernehmen, andere Menschen zu bestrafen und zu verurteilen, was für eine Aufgabe hat dieser Allah oder Gott? In dem Fall, egal wie du es sagst. Ich dir zu dem Punkt eine Sache sagen und ich wünschte, also ich hoffe, alle Leute können mir folgen. Ich mache jetzt Step by Step. Und zwar sage ich ganz einfach, wieso? Also es gibt auch zum Beispiel nicht religiöse Regierungen, sei es zum Beispiel die Demokratie in den USA, die trotzdem Todesstrafen erlaubt, okay? Diese Herrschaftsform sind menschengemacht, da gehen wir zu. Also diese Herrschaftsform sind menschengemacht und kommen nicht von einer Religion. Das heißt also, es gibt auch nicht religiöse Staatsformen, wo die Todesstrafe erlaubt ist. So. Und auch die Vereinigten Staaten haben auch ihre Erklärung, warum die Todesstrafe erlaubt ist und warum sie erlaubt sein sollte. So. Das Gleiche, ob das erlaubt ist oder nicht und ob man das ethisch begründen kann oder nicht mit der Todesstrafe, das ist, würde ich nicht mal sagen, nicht ein religiöses Gespräch, sondern eher ein ethisches Gespräch. Es gibt sehr viele Leute in den USA auch, die für die Todesstrafe sind. Es gibt auch viele, die dagegen sind. Und ich sage dir, es gibt die Todesstrafe im Islam nur für drei Fälle. Und zwar für denjenigen, der jemanden... Musti? Ja. Diese ganze Todesgeschichten, die du jetzt gerade ansprichst, ja, das ist im Islam nur, wenn du die Religion verlässt. Und das ist scheiße. Nein, das stimmt nicht. Nicht nur, wenn nein, du Flex, 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 warte, Musti. Ja. Musti, du hast gesagt, es bei Todesstrafe nicht nur bei der aus dem Islam getötet, sondern eine. Sogar eine, der jemanden getötet hat, auch kriegt der Todesstrafe. Ist richtig so? Ja, genau. Okay, wenn ich jetzt ein Muslim bin, habe ich einen Kafir, ein Ungläubige getötet, kriege ich auch Todesstrafe? Ja, 100%. Wo steht das? Hol mir einen Beweis. Und zwar, guck mal, ist ganz einfach. Nein, sag mir nicht. Hol mir einen Beweis. Hol mir eine, wo da steht, wenn du einen Kafir oder eine Ahle Schurk getötet hast, ja, also die Ungläubigen, dass du totische Strafe bekommst. Hol mir das. Nur, wo steht Risali, das? In welcher Hadith oder in welches Vers? Okay. Risali Nur. Empfinde mir nicht. Hol mir das. Ich gebe dir noch die Quelle. Okay. Also okay. Ich sag dir, Risale Nur, Band 2 von Sahih Nursi, auf Seite 21. Wer ist das? Ich habe erst gestern darüber... Wer ist denn das? Sahih Nursi ist ein gelehrter Bruder von der hanifitischen Rechtsschule. Warte mal, was? Sahih Muslim? Nein. Risale Nur, so heißt das Buch, so heißt das Werk von Sahih Nursi und der gehört zur hanifitischen Rechtsschule zu. Ja. Seit wann gibt es ihn? Bruder, den gibt es, soweit ich weiß, das ist ein osmanischer Gelehrter gewesen in der osmanischen Zeit. Ach du Scheiße! Oh, Astaghfirullah! Bist du Türke? Bist du Türke? Ja, ich bin Türke. Ja, deswegen. Du glaubst nur an das Osmanische Reich. Die haben ja ganze Koran auch verbrennt, weil die damit nicht klarkamen mit dieser Scharia. Verstehst du, was ich meine? Aber lass uns über Scharia reden. Nein, aber Osmanische Reich, ich bin nicht der Islam. Also Islam, die Scharia ist nicht im Osmanische Reich. Wir reden über Scharia. Bruder, der Islam, wo kam der Islam als erstes hin, Musti? Der Islam kam aus der arabischen Halbinsel. Ja, also. Genau. Wir sollen über Scharia reden und nicht über das Osmanische Reich. Und das Osmanische Reich hat ungefähr 500 Jahre lang die arabische Halbinsel erobert.
Also glaubst du bei Schafi, glaubst du das auch? Also bei Schafi steht auch, wenn du mit einer Frau Geschlechtsverkehr gemacht hast und ohne Heirat, ohne Zeuge, ohne nichts, ne? Und dann, wenn sie die Frau zum Beispiel ein Kind bekommen, eine Tochter bekommen hat und kann ich 20 Jahre später auch sie heiraten. Das darfst du bei Schafi. Also eins muss man klarstellen, ich habe dich ja gefragt, wo entstand der Islam? Hast du gesagt, wo? Arabische Halbinsel. Also nichts Osmanische Reich dann mehr. Guck mal, wie sagt jetzt Bruderherz, ich erkläre jetzt kurz was über den Islam. Und zwar im Islam. Bruder Musti, weißt du, ganz kurz Musti, ich lass dich auch reden. Ja. Ich lasse auch die anderen reden, aber Musti, dieser Stream hier dient zur Aufklärung. Genau. Und das, was ich dir heute alles sage, ist einfach die Wahrheit. Ich werde keine Wörter verdrehen hier, weil wenn ich das mache, werden ebenfalls meine Brüder und Geschwister hier drinnen sauer auf mich sein und sagen, ey Flex, was für einen Unsinn erzählst du da drinnen? Aber lass mich dir eine Sache sagen, bevor du weiterredest. Okay? Wir haben bei Sure 2, Vers 87 und wir haben noch eine andere Überlieferungskette. Weißt du was? Ich zeige sie dir lieber, damit du verstehst, warum die Bibel die Wahrheit ist und warum wir sagen, ganz kurz, ich drehe mal die Kamera. Sure 2, Vers was? Nein, wir machen das einfach. Bist du Sunni? Alhamdulillah. Du bist Sunni, alles klar. Dann gebe ich dir eine einzige Sache, an die du mal mit uns zusammen lesen tust. Und dann schauen wir mal, was du dazu sagst. So. Du glaubst an Sahih, oder? Sahih ist für dich eine gute Quelle. Sahih al-Bukhari, ja. Genau, 453, okay, Sahih al-Bukhari 453. I asked Abu Huraira, by Allah, tell me the truth, whether you heard the Prophet Muhammad saying, oh Hassan, reply on behalf of Allah's messenger, Muhammad, yeah, oh Allah, help him with the Holy, what? Help him with the Holy Spirit? Mm-hmm. So. Jetzt kommen die anderen und sagen, die Übersetzung ist falsch. Okay, nicht so schlimm. Mhm. Hallo, lies das mal bitte auf Arabisch, bitte. Hallo. Steht was, das ist nur durch ihn und durch ihn. Ich lese das, was lies doch mal Arabisch vor, Bruder. Ja. Aber das ist alles Hadassani, Abu al-Aman, al-Hakim, Ibn Nafi'. Das ist alles durch ihn, verstehst du? Aber das unten, ganz unten, das Schwarze ist, die muss ich lesen. Weil das ist alles, was sie. Ja. Hassan, habba an Rasulallah, sallallahu alaihi wa sallam. Allahum yaddi bi ruh al-Quds. Was? Ruh al-Quds? Ja. Ruh al-Quds. Was heißt Ruh al-Quds? Ja. Was heißt Ruh al-Quds? Holy Spirit. Holy Spirit. Ruh al-Quds. Ruh al-Quds. Holy Spirit. Also, war, so. welcher Sahih, warte mal, welcher Hadith war das, Bruder? 453. Warte. Sahih al-Bukhari 453. Okay. So, ich drehe jetzt meine Kamera und erkläre dir jetzt was. Okay. Also, wir haben jetzt auf Arabisch gelesen, Ruh al-Quds. Okay? So. Ich mach jetzt einen Kurzprozess. Ja, Musti, was ich dir sage, ich sag dir, I am straight. Ich werde hier nicht links, ich werde auch nicht rechts gehen. Ich gehe geradeaus und ich sag dir die Wahrheit. So, Ruh al-Quds, Heiliger Geist. Jetzt musst du dir vorstellen, die Gelehrten saßen an einem Tisch. Die Gelehrten saßen an einem Tisch und sagen dann, hey, Hamad, wie geht's dir? Yalla, komm her. Hey, Mustafa, yalla, komm her. Sind wir uns einig, dass Ruh al-Quds Jibril ist? Die sagen ja. Die sagen ja. Sind diese Gelehrten Propheten? Nein. Aber die sagen einfach nur, Heiliger Geist ist Jibril. Jetzt erkläre ich dir das. Okay. Heiliger Geist. Ja. Heiliger Geist ist biblisch. Schon wenn du 1. Mose aufschlägst, kommt das Wort Heiliger Geist schon vor. Geist, Heiliger Geist, der Vater, kommt schon vor. Ja. So, jetzt übersetzen wir mal das Wort. Dieses biblische Wort, Heiliger Geist, wir übersetzen das jetzt. Weißt du, was das eigentlich heißt? Was heißt das denn? Trinität.
Definition Trinität. Definition Dreieinigkeit. Definition Dreifaltigkeit. Mhm. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das okay. ist damit gemeint, Heiliger Geist. So, jetzt sagt aber, jetzt, ich nehme mal mein Laptop kurz zur Hand, weil ich habe das hier am Fenster. Jetzt mhm. aber, ja, sagt aber Mohammed, oh, Allah, help him with the Holy Spirit. Ja. Aber ihr glaubt doch nicht an die Trinität. Also fragen wir uns gerade, warum sagt das Mohammed? Help him with the Holy Spirit. Darf ich jetzt antworten? Guck mal. Und zwar auch hier der liebe Carlo, der ist nicht befähigt dazu und der kann kein fließend Füßer und er hat das auch nicht studiert. Das heißt also, die Rhetorik und die Lyrik im Islam kann er nicht verstehen. Kannst du nicht. Dazu bist du nicht befähigt. Und wenn du das ja sagst, dann lügst du hier gerade vor 300. Warte, muss die. Ja, dann, Das wird Flex, nichts daran ändern. Nein, warte, lass mich kurz erklären, Bruder. Ich hab dich auch ausreden lassen. Warte, Flex, muss die. Carlo, zwei Sekunden. Muss die, warte. Lass mich kurz erklären, und dann kannst du auf mich eingehen. Wa nafakhna fi farjiha. Übersetz mir das auf Arabisch. Ich bin kein arabischer Gelehrter. Ich kann das nicht. Ja, also dann erzähl mir nicht. So, okay. Ich verstehe das auch nicht. Du... Okay, dann war dann, ich stütze mich auf diese Welt. Ja, ist bei dir laut, Kiki, ist bei dir laut. So. Und zwar, Flex, es ist ganz einfach. Und zwar, auch. Warte, muss ich, lass dich gleich reden. Kiki, was gibt's denn? Hören wir hier, alles, was hier, also, was zu übersetzen war, alles war falsch. Ich sagte nur einfach so, in Koran, in Tafsir, ja, Tafsir Koran. Du kannst ja nicht vergleichen. Ich verstehe sehr schlecht, was du gesagt hast, Beispiel auf Englisch. Du hast doch gar keine Ahnung, was Heiliger Geist überhaupt bedeutet. Okay. Ich habe sehr Ahnung. Guck mal her. Ich weiß ja nicht. Du hast gar keine Ahnung. Ich schäme mich, weil du siehst ja viele. Und an dein Deutsch, anhand deiner deutschen Sprache weiß ich schon, dass du keine Ahnung hast, mein Freund. Also, Dankeschön, dass du da warst. Also erstens, ich wollte nur mal verbessern, es war kein Koran, es war so ein Hadith. Und zu Hadithen gibt es keinen Tafsir, sondern Ashar. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber die Sache ist, und zwar... Auch, also Sahih al-Bukhari ist ein Werk, welches in einem sehr hohen Arabisch geschrieben wurde. Aber das steht im Koran auch. Lass mich doch kurz... Ja, Achi, guck mal, ich küsse doch dein Herz, du kannst auf mich zugehen, aber lass mich meinen Satz beenden. Ich wurde gerade viermal unterbrochen. Bitte. Und zwar... Es wird sich nichts daran ändern, dass dieses Wort nicht da rein gehört. Okay, ganz einfach. Gut. Also man braucht das Wort Heiliger Geist nicht verteidigen. Es gehört in dieser Schrift nicht rein. Heiliger Geist ist biblisch. Es ist eine Definition der Trinität. Bro, ich es ändert sich nicht. Jetzt wurde ich das fünfte Mal unterbrochen. Lass mich kurz. Sorry. Wirklich. So. Und zwar Sahih al-Bukhari vor allem. Sahih Muslim nicht so, aber Sahih al-Bukhari ist extrem abstrakt geschrieben und in einer sehr hohen Sprache. Das kann ich sagen. Warum? Weil ich Leute habe, die Hadith-Wissenschaften studieren. Das heißt also, wir können nicht alles wortwörtlich nehmen. So wie wenn du ein Gedicht von Goethe liest und absolut keine Ahnung, nicht 100%, nicht mal 150% der deutschen Sprache mächtig bist, viele Gedichte von ihm nicht richtig interpretieren kannst, weil du den Sachkontext und den Hintergrund nicht verstehst von den Wörtern und von den lyrischen Mitteln, die er benutzt. So, wenn jetzt hier ein wortwörtliches Wort für Heiliger Geist benutzt wird, haben wir nicht die Ahnung davon, was dies im Sachkontext bedeutet. So. Und tatsächlich bedeutet dies im Sachkontext, wird damit Jibril a.s. gemacht. Und das ist auch das einzige. Flex. Ganz kurz. Flex, ganz kurz. Nee, weil ich bin runter. Ja, öffne ganz kurz. Mal. Flex. Das sechste Mal. Ganz das kurz. Ja, weil ich zeige dir das. Ich habe gleich ein Sahih-Muslim 249 habe ich gleich. Aber egal, genau. Ich lasse euch reden. Jetzt. Genau. 2490 wollte ich dir noch kurz mitgeben, dass Gabriel nicht da. Ja, alles klar. Guck mal. Also wenn alle, wenn jetzt alle Muslime sagen, ja, wenn alle Muslime sagen, dass der Heilige Geist Jibril ist, dann schauen wir uns das jetzt mal in den Schriften an. Das ist jetzt, Leute, haltet euch fest, alle mal stark mitliken, Leute, ich küsse eure Herzen, denn jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ist der Heilige Geist wirklich Jibril? Naja, ich weiß nicht. Schauen wir mal.
Whoever surprises the apostle from among you or praises him and helps it is all the same. And Gabriel, Jibril, the messenger of Allah, is among us. And the Holy Spirit. Also ist der nicht Gabriel. Ist er nicht Jibril? And was? And the Holy Spirit. Also sind sie ja wohl doch nicht gleich. The messenger of Allah is among us and the Holy Spirit. So, soll ich dir mal was sagen, Musti? Das Wort wurde hier reingepackt und sie wussten nicht mal, was Holy Spirit ist, weil das ist biblisch, mein Freund. Ups, was machen wir jetzt? Warte zwei Sekunden. Was machen wir jetzt? Ganz klar, and Gabriel, the messenger of Allah among us and the Holy Spirit. Das ist ein Muslim, ja. Okay, warte. Zwei Sekunden. Das sind wieder zwei unterschiedliche Hadith-Werke, deswegen, warte. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da haben die wohl einen kleinen Fehler gemacht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Alles getrennt. Oh oh. Oh oh. Mmh. Das ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh, ich rieche schon, meine Brüder und Geschwister haben schon einen Screenshot gemacht. Das ist nicht gut. Nicht gut, das ist nicht gut. Warte. Ich habe darauf. Das ist dangerous. Oh oh. Also Leute, wir lesen nochmal. Praises him and helps it. It's all the same. And Jibril, the messenger of Allah, is among us. And der Heilige Geist. Oh. Oh oh. Oh oh. Oh je. Oh je. This is not good. Oh oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist ganz gefährlich. Eieieiei. Das ist ganz gefährlich. Oh, 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 oh. Dangerous. Das ist. Aua, 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 aua. Jetzt kommen die meisten Muslime und dann sagen sie: Ja, aber du musst das Original lesen. Ey, Mann, euch kann man nicht helfen, Mann. Euch kann man wirklich nicht mehr helfen. Wirklich, das ist der Wahnsinn. Also Gott hat euch eine Sprache gegeben, was sowieso keiner verstehen kann. Wir werden eh alle fehlgeleitet sein. Warum? Weil wir eh kein Arabisch können, also können wir es eh nicht verstehen. Ja, also können wir das Wort Gottes sowieso nie verstehen, ja, weil man muss es eh auf Arabisch lesen. Was ein Gott. Ein Gott, der möchte, dass es nur auf Arabisch ist, aber auf einer anderen Sprache es nicht zu verstehen ist. Red Flag. Weil Gott ist allmächtig. Gott möchte, dass man sein Wort versteht. Amen, Leute. Einmal ein Amen, bitte. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Alle hier drin ein Amen. Hat sich erledigt, Leute. Hat sich erledigt. Gott möchte, dass die ganze Nation sein Wort hört. Und nicht nur Arabisch. Amen, alle. Fertig. Da müssen wir gar nicht mal viel rummachen, Leute. Alle ein Herzchen für Jesus Christus. Alle ein Amen. Ja, es ist einfach so. Da brauchen wir nicht viel diskutieren. Das ist so ein kurzer Knockout, ist das eigentlich. Weil Gott möchte, dass wir sein Wort verstehen. Egal auf welcher Sprache. Hat sich erledigt. This is a quick knockout. A very quick knockout. Warum müssen wir es unbedingt auf Arabisch lesen? Gott möchte, dass wir es in jeder Sprache verstehen. Und nicht nur in einer Sprache. Kurzer Knockout. Simple and easy. Simple and easy. Da brauche ich nicht mal diskutieren. It's a quick knockout. Ich hoffe, dass Musti die Wahrheit erkennt. Ja? Ich hoffe, dass Musti wirklich die Wahrheit erkennt und versteht,
worauf ich hinaus möchte. Denn hey, ich werde niemals beleidigen. Ne? Ich werde niemals beleidigen. Aber wir sprechen hier einfach die Wahrheit. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Vielleicht buche ich mir auch ein Ticket nach Jeddah. Ist nicht, wie gesagt, ich beleidige nicht, aber manchmal mache ich halt ein bisschen Witze. Ne? Das muss man auch verstehen. Ich mache gerne Späße. Ne? Und dann die Knaben, die niemals... ey, das ist der Wahnsinn, ey. Das ist der Wahnsinn. Leute, wirklich, kommt zu den Herrn Jesus Christus, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Bleibt in der Wahrheit, hört auf, euch selber zu belügen, Leute. Das ist nicht gut. Bleibt bitte in der Wahrheit. Bleibt bitte in der Liebe, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, muss gucken. Ja, ist auch alles okay. Musti soll auch schauen. Wir müssen jedem die Möglichkeit geben. Ist okay. Ja, ist gar kein... ja, mein Lieber. Darf ich dir was fragen, oder Mr. Musti, wie das einer von euch am besten weiß, aber wenn man doch wusste, dass dieses Wort Holy Spirit doch so viel Verunsicherheit führen würde, warum hat man das Wort dann einfach benutzt und nicht was anderes genommen? Was? Genau, richtig. Ja, warum? Weil guck mal, schau mal, wie wir gesagt haben, wenn das Wort ja wirklich biblisch ist, ne, warum hat man dann das Wort genommen und hat dann nicht einfach irgendein anderes Wort genommen? Weil man hätte auch tatsächlich jedes andere Wort, ne, warum hat man dann das genommen für Jibril? Genau, das verstehe ich nicht. Weißt du? Weil Heiliger Geist, da werden wir nicht drum vorbeigehen können. Es ist biblisch. So, jetzt frage ich mal alle hier in den Chat. Jetzt frage ich jeden Einzelnen mal hier in den Chat. Judentum? Christentum? Wie viele Jahre später kam der Islam, Leute? Alle mal reinschreiben. Das brauchen wir, da brauchen wir gar nicht mal viel drüber nachdenken. Wie viele Jahre später kam der Islam? 600 Jahre, dankeschön, Leute. 600 Jahre später. Und da kommt einer um die Ecke, der Jesus nie gesehen hat. Der hat Jesus nie gesehen. Und dann will er uns sagen, nein, er wurde nicht gekreuzigt. Aber die Juden, die da waren, haben es gesehen. Israel. Was ist mit den Aposteln? Die haben es gesehen. Und dann überlegt mal, Leute, 600 Jahre später kommt jemand und sagt, ah, I never seen Jesus before. Es erschien ihnen nur so. Es erschien ihnen nur so. Es erschien ihnen nur so. Okay, Achi, darf ich dir jetzt es die Antwort geben? Es erschien ihnen nur so. Achso, zu dem Punkt Kreuzigung. Wir im Islam sagen auch, dass jemand gekreuzigt worden ist, aber das nicht Jesus war. Nochmal was, Musti? Also, ich habe jetzt die Antwort darauf. Die ist sogar relativ einfach. Okay. Und zwar wird hiermit eine Armee gemeint, die aus Gabriel, dem Gesandten und dem Heiligen Geist gemeint wird. Und mit dem Heiligen Geist wird gemeint, die Leute, die von Allah Azawajal dort gewollt worden sind. Und warum jetzt dazu, warum der Heilige Geist nicht der Heilige Geist ist, da findest du, schlag selber auf. In Sunan Abi Dawud 5015 sieht man, dass damit nicht Jibril gemeint wird. Also dass damit nicht der Heilige Geist gemeint wird und Jibril damit gemeint ist. In Al-Bukhari 3212 wird es gemeint. In At-Tirmidhi 2846 ebenso. Und dies wird bestätigt. Das ist ein Widerspruch. 250 gelernt. Dann ist es ein Widerspruch. Nein, es ist nicht. Okay, Musti, ich mache es dir einfach. Musti. Ja. Ich mache es ganz kurz. Ja. Dieses Wort, Heiliger Geist, passt in der Schrift nicht rein. Es ist biblisch. Heiliger Geist ist biblisch. Ja. Soll ich dir sagen, warum? Ich zeig's dir. Komm. Ich helfe dir ein bisschen auf die Sprünge, aber dann mehr kann ich für dich jetzt auch nicht tun. In welcher Sprache ist Warte. Lass uns bitte diese eine Sache machen. In welcher Sprache wurde denn die Bibel? Nein, lass uns erstmal das fertig machen. Bitte, ganz kurz. Bitte.
Bevor du eine Gegenfrage stellst, ich mach's dir ganz einfach. Ne? Also, wann kam der Islam? 600 Jahre später, oder? Genau. Okay, danke schön. Danke, du hast es bestätigt, es kam 600 Jahre später, danke. Ja. So, dann mache ich es dir hier einfach. Wenn der Islam 600 Jahre später kommt, ja, so, hier sehen wir bei Lukas, ja, Lukas, he is the eyewitness. Und sein Vater, Zacharias, wurde vom, wem? Heiligen Geist, das ist biblisch, dieses Wort. Ja. Das hat mit dem Koran nichts zu tun, hat auch mit dem Islam nichts zu tun, Heiliger Geist. Ja. Mit dem vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Und der Herr, der Gott Israels, ist wer? Der Heilige Geist damit gemeint. Okay, wer ist der Heilige Geist? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist wer damit gemeint? Okay, jetzt habe ich eine Gegenfrage an dich. In welcher Sprache wurde denn die erste Bibel, also in welcher Sprache wurde die Aramäisch. Bibel Jesus hat Aramäisch gesprochen. Okay, in welcher Sprache war das? Aber warum schwingst du vom Thema weg? Nein, nein, ich erzähle jetzt kurz was. Jetzt stellst du mir Fragen, die nein, total. Nein, 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 nein. Du schwingst vom Thema weg? Nein, nein, die Fragen sind sehr berechtigt. Weil du vergleichst gerade zwei Sprachen miteinander, die absolut gar keine Ähnlichkeit haben. Du redest gerade mit Hebräisch, also Hebräisch war ein Teil der ersten Bibel, Altgriechisch und auch Aramäisch. So. Das heißt also, die drei Sprachen sind nicht verwandt mit Arabisch. Wenn ich jetzt Wörter benutze, okay, wie Ruh al-Quds, okay, was absolut nicht mit dem originalen Wortlaut zu tun hat. Was heißt denn Heiliger Geist auf Aramäisch? Du fragst mich etwas auf Aramäisch, Kollege, ich kann doch kein Aramäisch. Ja, okay, aber du sagst gerade, du redest gerade von Übersetzungen. Kann man die Übersetzung der Bibel gleichsetzen mit dem originalen im Aramäischen? Ja, aber Bruderherz, ja. du redest, guck mal, nimm's mir nicht übel, aber ja. du redest um den heißen Brei herum und du schwingst komplett vom Thema ab. Warum? Wir reden hier gerade vom Heiliger Geist, dass dieses Wort biblisch ist und nichts mit dem Islam zu tun hat. Darum geht es doch gerade. Du sagst gerade ein Wort, also okay, ich sage dir gerade, ich habe dir gerade Musti, verstehst du gar nicht, nein, um was es hier wirklich geht. Ich habe dir erklärt, dass mit Heiliger Geist nicht der Heilige Geist, sondern eine Armee gemeint wird. Jetzt sagst du mir, Heiliger Geist ist kein Armee. Ich frage dich, was heißt Heiliger Geist auf Aramäisch? Kann man diese zwei Wörter vom Ursprung her vergleichen und ich kriege keine Antwort und du sagst, es ist ein biblisches Wort. Warum Heiliger Geist übersetzt auf Aramäisch? Guck doch mal nach, wie das auf Aramäisch heißt. Woher soll ich jetzt wissen, was Heiliger Geist auf Aramäisch ist? Das weiß ich doch nicht. Ist hier jemand Aramäer und kann mir sagen, was in Aramäisch übersetzt 1:1 Ruch al-Quds heißt? Musste. Ja. Musste. Das ist aber die Frage. Warte, was ist das für eine Frage? Jetzt verstehe ich mir. Ja. Warte. Kannst du mir Ruch auf Türkisch übersetzen? Was ihr Ruh sagt auf Türkisch? Jetzt schreibt einer, wenn du Ruh heißt, nicht weißt, Ruh, dann rede nicht. Ruh heißt Seele. So Ruh heißt Seele. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir reden hier nur von das Wort Heiliger Geist. Ja. Dass dieses Wort einfach nicht in euren Büchern, das gehört doch nicht rein. Guck mal, ich mach's dir noch viel einfacher. Wenn du das nicht akzeptierst, ist nicht so schlimm. Geh mal einfach ganz normal ins Internet. Wir können auch im Urtext schauen, ist auch gar kein Problem. Ja, ich habe es dir jetzt gerade gezeigt, aber wenn du jetzt mal im Internet eingibst, Definition Heiliger Geist, guck mal, was dabei rauskommt. Google das mal. Natürlich. Dann schauen wir mal, ob es islamisch ist. Guck mal, du verstehst mich immer noch nicht. Ich sage zu dir, ich spreche euch gar nicht ab, dass der Heilige Geist, der Teil der Trinität. Ja, aber du stellst komische Fragen wie, ja, übersetzt es mir auf Aramäisch, übersetzt es mir auf Hebräisch. Das ist keine normale Frage. Was ist das für eine Frage? Du verstehst eine Sache nicht und das verstehen viele Leute leider Gottes nicht. Und jetzt kläre ich mal auf. Das Arabische hat ungefähr 1 Million Mal mehr Vokabular als das Deutsche. Das heißt also, wir haben im Arabischen viel mehr Wörter, um Sachen zu beschreiben. So, okay, was heißt dann Ruh al-Qudus? Was heißt das? Ruh al-Qudus heißt Seele von Quds. Ey, Mann. Carlo, lies mir das bitte vor und sag mir, ob das stimmt, was er da sagt. Ja. So, okay. Guck mal, wir machen das kurz und knapp. Wir machen das kurz und knapp. Carlo, hier haben wir einmal Heiliger Geist. Steht hier Ruh al-Kalo oder was hast du nochmal gesagt? Was hast du nochmal das Wort? Ruh. Nenn das Wort bitte nochmal, was du gesagt hast. Ruh al-Quds. Ruh al-Quds, okay. Ja. So, Heiliger Geist, das ist ein Hadith, Heiliger Geist. Carlo, was steht hier? Lies mir das mal bitte vor.
Da guck steht mal, Ruh al-Quds. Ja. Ruh al-Quds. Was ist al-Quds für dich? Ist das jetzt die jetzige der Moschee vom Quds? Nein, Quds, Bruder, ist allgemein die Stadt Jerusalem, Bruder. Von was reden wir hier? Wir reden hier von Heiliger Geist. Bruder, was heißt denn dein Ernst? Was heißt denn Quds? Al-Quds? Ey, das weißt ist nicht dein, ey, das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Guck mal, Quds, Bruder, Quds hat zwei Bedeutungen. Entweder meinst du die Moschee oder entweder meinst du die Stadt. Was? Ja. Was heißt Al-Muqaddasa? Warte, ich mach das mal ganz kurz, warte. Also ja. Sagt jetzt gerade Mohammed, helfe ihm mit der Moschee, Geist. Nein, Moscheegeist, richtig? Wir reden gerade, guck mal. Holy Spirit. Nein, du hast dir selber gerade einen Schlag gegeben. Musti. Warte mal, sei mal ganz kurz Musti. Ruhig. Ganz kurz. Carlo, stimmt mir ganz doch gut. Carlo und Musti, ganz kurz ruhig, ja. ganz kurz. Also willst du mir jetzt hier sagen, weil guck mal, jetzt versuchst du es zu retten, aber du kannst ein Wort nicht nein, retten, was schon übersetzt wird. Warte. Mohammed hat gesagt, help him with the heilige Stadt oder was? Willst du mir jetzt sagen, der sagt nein, ihn nach, rette ihn mit die heilige Stadt oder was? Okay, guck mal. Und jetzt übersetzen mir, willst du mir jetzt sagen, hier steht drinne heilige Stadt. Helfe ihm mit der heilige Stadt oder was? Bruder, jetzt warte doch mal kurz. Guck mal, du schießt das die ganze Zeit, aber lass dich ausreden. Nein. Guck mal, ich sage, das Wort Holy Spirit wird übersetzt mit Ruh al-Quds. Wir haben gerade nicht mit dem ganzen Wortlaut geredet, sondern wir haben gerade diskutiert, was Quds heißt. So. Erste Sache das. Oh mein Gott, das ist oh mein Gott, Quds, guck mal, Quds kann bedeuten. Flex, bitte, mach mal Surat al-Baqarah 87. Da steht auch, walaqad atayna Isa ibn Maryam. Ich lasse ihn zu Ende reden und dann stelle ich ihm die allmächtige Frage zu dem, was er gesagt hat. Egal, Musti, dann übersetz mir mal all die Sprachen auf Ruh Quds, Ruh Qudus, Ruh al-Basus, nenn mir mal bitte alle. Das sind Übersetzungen, Bruder. Guck mal, die Übersetzung. Übersetzt mir alle mal, nenn mir mal all diese Wörter. Guck mal, im Deutschen, Bruder, im Deutschen sagst du Heiliger Geist, warum das so übersetzt wurde, Allahu alam. Ich habe gerade den Tefsir darüber, also den Scharh darüber gelesen. Der Scharh, die Erklärung von Ruh al-Quds in diesem Vers. Ich habe dir sogar Hadithe genannt, in denen klar wird, dass mit Ruh al-Quds nicht Heiliger Geist gemeint wird, sondern Jibril. Und davon drei Stück. Das habe ich dir genannt. Ich kann sie dir nochmal nennen. Sag mal, hörst du überhaupt zu? Und ich sage dir, in diesem Hadith, den du mir gezeigt hast, damit wird nicht der Heilige Geist an sich gemeint, sondern mit Heiliger Geist wird gemeint, diese Armee, die von Allah subhanahu kommt. Und das ist der Schaff dazu. Kannst du mir das Gegenteil beweisen? Ich kann Flex. Wolltest du nicht irgendwas auf Aramäisch wissen? Ja, ich wollte sagen. Also ja, wolltest du Heiliger Geist auf Aramäisch wissen, ne? Genau, auf Aramäisch, genau. Genau, Ruhu Kadisho. Okay. Warum willst du das denn wissen? Okay. Nee, ich wollte nur fragen, Bruder, ich wollte nur fragen, was das heißt. Hä? Wir haben doch gerade eben darüber geredet gehabt und haben gefragt, ob du weißt, was das im Aramäischen heißt. Ob die Verwandtschaft. Okay, also wer ist jetzt Jibril? Ist Jibril jetzt Heiliger Geist oder ist er Ruh al-Quds? Bruder, Ruh al-Quds und Heiliger Geist werden hier in einer. Nein, meine Frage ist, weil jetzt kommt der. Ja. Jetzt spreche ich dich direkt drauf an. Ja. Ist Jibril Ruh al-Quds oder Ruh al-Quds? Bruder, Ruh al-Quds und Ruh al-Quds. In diesem Fall ist es Ruh al-Quds. Ja. Okay, also ist er die Heilige Stadt. Jibril ist Heilige Stadt jetzt. Nein, Bruder Herz, guck mal. Okay, was heißt Ruh al-Quds? Wir machen das jetzt kurz. Flex, was heißt Ruh al-Quds? Was heißt Flex. Das? Warte, Carlo. Was heißt jetzt Ruh al-Quds? Was heißt das? Ruh al-Quds heißt. Was heißt das? Das heißt Heiliger Geist, aber damit wird Jibril gemeint. Ja. Also Ruh al-Quds ist jetzt Heiliger Geist. Aber damit wird Jibril gemeint. Übersetzung heißt Heiliger damit Geist. Damit wird Jibril gemeint. Genau, und die Bedeutung ist Jibril, genau. Ja, und das Wort gehört trotzdem nicht rein. Heiliger Geist gehört nicht in deiner Schrift rein. Hä? Warum hast du das zu entscheiden? Weil das biblisch ist. Ach so, okay, also gibt es gar keine Ähnlichkeiten zwischen dem Judentum und der Bibel? Also gibt es Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Okay, warte, ich mach's dir viel, viel einfacher. Das ist, also ich zeig dir das jetzt, das Letzte, und dann sind wir fertig. Weil wenn du das nicht annehmen willst, dann bin ich, I am done. Weil der Heilige Geist ist Gott, darum. Bruder, wie wird denn im Judentum Gott genannt? Yahweh. Wie wird es in der Bibel genannt? Im Neuen Testament? Yahweh. Okay, die haben Ähnlichkeit.
ist es jetzt ein jüdisches Wort? Darf das jetzt im Neuen Testament nicht mehr benutzt werden? Also Bro, ne, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Was versuchst du jetzt zu erreichen? Ja, ich verstehe nicht, was Flex erreichen will. Ich verstehe seine Argumentation gerade nicht. Der versucht dir das zu erklären. Also ich mache das, ja. Ich mache das jetzt noch viel einfacher für dich und jeder hier drinne, den habe ich das schon gezeigt, ich zeig's dir nochmal, okay? Ruch el-Quds, Ruch el-Quds, Heiliger Geist ist nicht Jibril, es ist biblisch. Ich zeig's dir einfach, okay? Ich mach's dir viel, viel einfacher, okay. Ich erleichtere dir den Weg. Trinität, Definition von Trinität. Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder als Trinität gesehen. Heiliger Geist, Sohn Gottes, ja? Gott Sohn. Und wenn wir hier gucken, Geist Gottes, und das lesen wir in der Bibel. Was noch? Gott der Vater. Ja. Trinität, Definition, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder als Trinität genannt. Lateinisch Trinitas. Fertig aus! Wenn ein Gelehrter sich hinstellt und sagt, dass dieses Wort hier Jibril ist, der ist von allen Geistern verloren. Das ist kopiert worden, das Wort, weil dieses Wort hier, was du hier siehst, ist biblisch. Okay, was ist, wenn ich Wörter das hat habe nichts, in der Bibel? Hat nichts in eurer Schrift verloren, Bruder Herz. Wenn du das nicht verstehen möchtest, Bruder, bist du verloren. Ich sag dir jetzt schon. Bruder Herz, du sagst, ich bin verloren. Ich sage dir, wie viele Wörter gibt es im Judentum, die das... Bruder, darf ich dich was fragen, Musti? Ich habe deine Frage verstanden, aber Bruder, das Problem ist, was wir meinen. Wir meinen ja, dass der... dass die Tora und die Bibel, ja, das ist ja der gleiche Gott, der das geschrieben hat. Aber ihr meint ja, also Bruder, wir meinen ja, dass der Islam, dass der Islam ja nichts mit dem Christentum zu tun hat. Deswegen. Aber das sagen wir, guck mal, und das ist halt der Unterschied. Ja, wir als Muslimen sagen, guck mal, das ist halt der Unterschied, was ihr gerade nicht versteht. Ihr sagt, dass das Judentum vom gleichen Gott geschrieben wurde, wie das Neue Testament. Safi, ich stehe mit euch. So, ich sage, dass das Judentum, also die Tora, die von Moses, also die Moses im Endeffekt herabgesandt hat, also die er bekommen hat von Allah Azawajal, auch die Bibel und auch die Koran vom gleichen Gott kommen. Nur, dass die Informationen nicht mehr zu 100% die richtigen sind. Ja, aber Bruder, welche Informationen sind dann davon noch, welche sind noch davon vertrauenswürdig und welche nicht? Allah, stimmen wir jetzt ab, machen wir Stichproben, Umfang und sagen wir, die sind richtig, die nicht? Guck mal, Habibi, Musti, Habibi, Habibi, ich küsse dein Herz. Habibi, ich küsse dein Herz. Du kannst nicht ein Wort, was schon eine Definition hat, umändern. Bruder, das geht nicht. Ja, okay, wenn ich jetzt sage, da steht dumm, heißt dumm gut oder heißt dumm, du bist dumm? Oder heißt das gut? Also erste Sache ist, Bruder, du kannst gerade nicht, was du gerade machst, ist, Übersetzungen gleichzusetzen. Okay? Das kannst du nicht machen. Das kannst du einfach nicht machen. Du kannst nicht eine Übersetzung nehmen von einer anderen Sprache und Übersetzung von einer anderen Sprache und sagen, die Wörter heißen das Gleiche. Erste Sache das. Die zweite Sache ist, ich kann ein Wort nehmen und es kann mehrere Bedeutungen haben. Gibt's das nicht? Dass wir ein Wort nehmen? Nein, nicht bei Heiliger Geist. Nein! Es ist Gottes Wort. Das ist biblisch im Urtext. Heiliger Geist. Du kannst es nicht anders übersetzen und sagen, wie Leute, ihr könnt euch doch nicht die Religion so basteln und hinzufügen, wie ihr wollt. Das geht nicht. Das ist ein Wort, was schon bestehen ist. Es besteht schon. Trinität, das ist die Definition. Du kannst es doch nicht rausnehmen und sagen, ach, das heißt so. Das ist meine Übersetzung. Nein, es ist ein bestehendes Wort. Flex, guck mal. Ich bin jetzt über 40 und bis jetzt habe ich nie gehört, dass über Jibrail ihn genannt haben, Ruh al-Quds. Jibrail heißt Jibrail und nicht Ruh al-Quds. Die Sache ist, Bruderherz, ich komme mit gelehrten Meinungen und du sagst, Bruder, ich habe das noch nie gehört. Warum? Deine Gelehrten sind keine Propheten. Deine Gelehrten lügen euch an. Okay, was sind denn die Kirchenväter dann, die dann eure Meinungen geben? Sind das Propheten? Ja, Bruder, jetzt gehst du schon wieder in eine ganz andere Richtung. Was sind denn Kirchenväter? Was machen die denn? Kirchenväter, ich will hier nicht über Kirchenväter sprechen. Was das ist wieder eine ganz, also wenn du hier von Apokryphen sprichst, etc. pp., das ist wieder eine ganz andere Richtung, wo du gehst. Bleib bei diesem Thema. Ich frage dich, was ist die Hauptaufgabe der Kirchenväter?
Bruder, lass uns bei dem Thema bleiben, weil du springst weg. Das ist nicht springen, Bruder, das ist das Allergleiche, was die Gelehrten bei uns machen, aber Kopf hoch. Ja, okay, wenn du sagst Kirchenväter, ich bin kein Orthodox, ja, ich bin ja kein Orthodox. Ein Orthodox kann mehr über die Kirchenväter sagen als ich, ne? Weißt du, was ich meine? Ich lerne direkt aus der Bibel, ja, ich lese ja keine Apokryphen. Einer, der die Apokryphen liest, der kann das besser erklären. Ja, okay. Apokryphen ist wieder eine andere Sache und darüber spreche ich ja nicht. Ich kann ja nicht über etwas sprechen, was ich nicht weiß. Okay, ja? Kirchenväter hatten eine Aufgabe gehabt und sie haben ihre Aufgabe erledigt, sie haben ihre Aufgabe getan, das ist gar keine Frage. Was war die Aufgabe? Wenn wir jetzt Apokryphen sagen, Apokryphen sind wie Erklärungen. Ja, aber ich kann nicht über etwas sprechen, wenn ich darüber nicht so viel Ahnung habe. Sie haben Erklärungen gegeben. Was machen denn unsere Gelehrten? Sie geben Erklärungen über was? Über Verse oder Hadithe, die falsch verstanden werden können von Leuten, die nicht vom Fach sind. Richtig, aber nicht Heiliger Geist. Aber nicht Heiliger Geist. Heiliger Geist ist biblisch. Wird sich trotzdem nichts dabei ändern. Da liegst du wieder falsch. Die Tafsire vom Koran, warte, die Tafsire vom Koran, da kommt. Ich rede doch über Hadithe. Warte, bitte, bitte. Guck mal, weißt du, was Tafsire über Koran ist? Heißt das? Tafsire auf Deutsch heißt das übersetzen. Und wenn ich jetzt übersetzen, zum Beispiel Tafsire lese, da kommt mir wieder eine neue Geschichte. Verstehst du, was ich meine? Das ist für mich. Zeit, ich versuche auf den Bruder einzugehen, auf Mussi bezüglich den Kirchenvätern. Wir halten fest. Es gibt die 66. Bruder, aber nichts Schlechtes über die Kirchenväter, bitte. Nein, ich sage nichts Schlechtes. Nein, das habe ich auch nicht vor. Mir steht jetzt gar nicht zu, irgendjemandem das Heil abzusprechen. Stopp. Bis dahin. Okay. Schau mal, du hast ja deine Gelehrten und du sprichst über die Kirchenväter. Okay. Bevor die Kirchenväter da waren, mein Freund, musst du eins wissen, gab es die alte Schrift. Zum Beispiel die Rolle Jesaja ist 200 vor Christus. Bevor Christus kam, waren die Schriften da. Die Kirchenväter kamen 400 Jahre später. Das sind die Apokryphen. So, Apokryphen, genau. So, wir halten fest, die Apokryphen der Kirchenväter, trotzdem 400 Jahre zurück war die Schrift schon da. Also kannst du dich nicht darauf berufen. Wir haben immer noch die Bibel. Die Apokryphen haben aber jetzt nichts mit der Bibel zu schaffen. Jetzt möchte ich von dir hören, was hat... Stopp. Bitte, Bruder, ich habe ja eine Sache gesagt, Bruder, ist ganz wichtig. Ich schieße gegen niemanden, Bruder. Die Apokryphen sind 400 Jahre später gekommen. 400 Jahre später, nach der Schrift, der Kirchenväter. Dennoch war die Schrift doch da. Dennoch spricht man in Jesaja und Jeremia von den Prophetien und alles andere, was kam. 200 vor Christus, bevor Christus kam, war die Jesaja-Rolle bis heute noch so erhalten, zu 99,9% mit der heutigen Schrift vereinbar. 4-Meter-Rolle. Was gefunden worden ist. Ist das nicht das, was die in dieser Höhle gefunden haben, diese Jesaja-Rolle? Das ist die Jesaja, die Prophetie. Und ich hab gesehen, das ist Gottes. Sogar mit der Jesaja-Schrift, die wir jetzt haben, 1:1. Man spricht vom Lamm Gottes, man spricht, euretwillen wird er durchbohrt. Und all das hat sich ja erfüllt. Jetzt kannst du mir bitte sagen, Musti. Ja, Horosbruch, hör dazu. So, wie kannst du das jetzt mit deinen Hadithen vergleichen? Was haben jetzt die Kirchen... Und komischerweise, einer, der es gefunden hat, sein Name hieß sogar Mohammed. So, jetzt bitte... Das ist so geil. Einer, der es gefunden hat, heißt Bruder, ich habe Zeit. Und noch was, Bruder. Bruder Musti, ich bin selber... ich danke Gott, den Allmächtigen. Ganz kurz, meint ihr diese Qumran-Rollen, meint ihr? Nein, wir reden von Jesaja-Rolle. Bitte, führ mich nicht auf eine andere Straße. Hör mir bitte genau zu. Führ mich nicht jetzt auf eine linke Straße, rechte Straße. Hör genau zu, was ich dich frage, Bruder. Ja. Gott ist allmächtig. Stimmst du mir zu? Ja. So, ist Gott ein Gottes? Wir haben doch einen Gott der Ordnung, richtig? Ich weiß nicht, was du mit Gott der Ordnung meinst. Bitte sag mir bitte, ist dein Gott ein Gott, der eine Ordnung hat? Der eine Ordnung hat? Inwiefern meinst du eine Ordnung, Bruder? In allem, Bruder, eine Ordnung. Er ist gerecht, er hat eine Ordnung in allem. Also wenn du sagst, er hat alle Aufgaben. Oder bitte antworte doch, bitte geh nicht auf die linke Straße, rechte Straße, antworte doch. Ich kann dir nicht antworten, wenn ich deine Frage nicht verstehe. Ein Gott ist ein Gott, ein Gott hat eine Ordnung. Siehst du, Musti, ganz kurz, Bruder, siehst du, Musti, es ist keine Beleidigung, aber diesen Geist... Warte, bitte, Jungs, warte kurz. Guck mal, Bruder, Musti, würde dein Gott... Ganz kurz.
den Geist, dieser Geist, es gibt dir diese Blockade, Bruder. Das merkst du nur nicht. Musti, das ist nicht böse gemeint. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Das, was du hast, es gibt dir eine Blockade gerade. Und das ist nicht gut. Du musst gut zuhören. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist vielleicht am Anfang nicht so einfach. Aber ich lasse den Bruder mal weiterreden. Lass ihn mal weiterreden. Bruder, guck mal, schau mal, Musti, bitte hör mir genau zu, bei aller Liebe. Bitte hör mir bitte zu, Bruder. Ich bin selber zum Christentum gekommen. Ich danke den Herrn, dass ich die Wahrheit erkannt habe. Bitte, lieber Gott, leg mir jetzt meine Worte in deinen Willen. Hör mir genau zu, Musti, bitte. Schau hin. Ich und du, wir haben eine Mutter, richtig? Natürlich willst du zu deiner Mutter stehen und nicht zu meiner, richtig? Was würde ich was? Ich habe dich akustisch gerade nicht verstanden. Schau mal, du hast eine Mutter, ich habe eine Mutter, wir streiten uns. Die Mütter streiten sich untereinander. Zu wem würdest du stehen? Zu deiner Mutter, richtig? Boah, wenn ich der Gerechteste wäre, Bruder, dann würde ich gucken, wer Recht hat. Wer Recht hat? Ob meine Mutter Recht hat oder ob deine Mutter Recht hat? Genau. Also muss ich mich doch in den Schriften begehen, wenn ich wirklich die Wahrhaftigkeit entdecken möchte für die Wahrheit. Einfach für die Wahrheit. Das heißt, deswegen kann ich nicht gegen die Orthodoxie schießen, gegen die katholische Kirche, gegen den Islam. Wir müssen uns erstmal damit befassen, damit wir sehen können, so, wo bin ich? Wo stehe ich? Was ist die Wahrheit? Wie funktioniert das? Wir haben die Kirchenväter, wie entstand das? Wie entstanden die Hadithe? Woher kommt der Sunna, der Schia, die Aleviten, die Jesiden? Und hast du nicht gesehen, richtig? Jesiden haben nichts mit dem Islam zu tun, aber egal. So, bitte, hör mir genau zu. Ich versuche neutral mit dir zu sprechen. So, jetzt haben wir einen Gott, den Allmächtigen, der allmächtig ist. Wieso würde Gott mir eine Schrift auflegen, die ich nicht verstehen kann, obwohl er mir einen freien Willen gegeben hat? Da ist doch schon die erste Blockade. Der freie Wille ist schon mal nicht da. Der freie Wille ist damit geblockt. Nein, ist er nicht. Jetzt frage ich dich, Musti, bitte. Nein, hör genau nicht zu, Bruder. Aber du sagst doch gerade eine Aussage und der stimme ich nicht zu. Das heißt, ich muss doch jetzt auch eine Antwort geben können. Du hast einen freien Willen. Du hast einen freien Willen. Im Islam ist das so, dass wir uns bemühen sollen, die Schriften zu verstehen. Wieso? Kannst du? Bruder, laut dem Islam und das Sunna, wenn du nach der Sunna. Ganz kurz, Achi, kannst du ein Arzt werden? Ja. Musst du dafür 6 Jahre studieren? Totale falsche Straße schon wieder. Nein, lass mich kurz erläutern. Guck mal, ich höre dir zu, seit 2 Minuten. Nimm deine Augenbinde ab, nimm deine Augenbinde, öffne dein Herz, sei nicht verbittert. Ich bete für dich. Ich bete für dich, dass du wahrhaftig endlich mal wach wirst. Schau mal, ich will dir nichts Schlechtes. Ich möchte dich von nichts überzeugen. Es geht doch hier nicht. Ich will mit dir nicht debattieren. Ich möchte nur, damit du verstehst. Es gibt einen Gott der Ordnung. Aber wenn du doch nach deiner Schrift gehst, ist doch keinerlei Ordnung. Wie soll denn ich jemand, der freien Willen hat? Ja. Ja, dann heißt es, nein, das kannst du nicht lesen, das kannst du nicht auslegen, brauchst du Gelehrte, dann brauchst du dies, dann brauchst du das. Ich bin total verwirrt. Also ist das gar keine Ordnung. Wie richte ich mich jetzt danach? Okay, ganz einfach. Ich antworte die Frage. Das ist nicht schwer. Guck mal. Aber jetzt hast du geredet, jetzt musst du mir auch die Chance geben, auf deine Rede zu antworten, oder? Du gehst ins Gebet und sagst, Allmächtiger, bitte lass mich die Wahrheit erkennen. Wenn es dein Wille ist, so soll es geschehen. Inshallah, möge alle uns Gott die Wahrheit erkennen lassen. Also, aber bitte komm mir nicht damit an, dass du dann den fragen musst, das kann man nicht so vergleichen, das kann man nicht so verstehen, das kann man nicht hier nehmen, das kann man nicht da nehmen. Yeah. Aller Liebe, Bruder, nochmal, ich gebe dir das mit, versuch es. Zieh jetzt nicht die Kirchenväter mit rein, wenn du noch nicht belesen bist in der Hinsicht. Okay. Nicht alles andere, weil das kannst du nicht vergleichen mit den Hadithen und alles, was dazu gehört. Weil in einem sind wir alle einig. Orthodoxie, die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Wir haben die drei Einigkeit. Gott, Sohn und Heiliger Geist. Ja, ganz kurz. Locke, du hast jetzt Modi-Rechte übrigens, ne? Damit will ich dir sagen, wir haben dennoch eine Ordnung. Darf ich dir jetzt antworten? Jetzt darfst du antworten, aber bitte nichts Unlogisches versuchen. Reden, inshallah. Du hast sehr schön geredet, Bruder. Herz, das muss man sagen. Deine Worte wirklich, ich bin gespannt. Ey, du hast sehr schön geredet, Bruder. Deine Bemühungen, die nehme ich auf jeden Fall ernst und das war sehr schön, wie du geredet hast. Guck mal, also es ist eigentlich relativ einfach. Und zwar sollte jeder Muslim, auch wenn er es nicht wahrhaben will, er sollte bemüht darum sein, nach Wissen im Islam zu streben. Das heißt, sich fortzubilden und am Ende auch teilweise Arabisch lernen zu können. So. Er sollte Arabisch können. So.
Natürlich kann nicht jeder Muslim, weil er natürlich auch andere Ziele hat, ein Gelehrter werden. Der eine will vielleicht Arzt werden, der andere will vielleicht Anwalt werden, der andere will vielleicht Ingenieur werden. So. Das heißt also, es gibt Leute, die sich ihr Leben gewidmet haben für diese Religion und erklären Sachen, die strittig sind. Das heißt zum Beispiel, wenn du die Übersetzung vom Koran nimmst, kannst du 90% davon entnehmen. Es gibt aber Stellen, die in der Übersetzung schwierig sind zu übersetzen. Wieso? Das habe ich auch schon im Voraus erläutert gehabt, weil die arabische Sprache ein viel größeres Vokabular hat. Zum Beispiel gibt es im Arabischen ein Wort dafür, für den Zustand einer Tropfe, wie sie kurz davor ist, runterzutropfen. Das heißt, wenn sie eine Kegelform bildet, kurz davor ist, runterzutropfen. Im Arabischen, jetzt habe ich das im Deutschen so beschrieben, aber ein anderer hätte das anders umschrieben. Das heißt also, die Wortwahl, wie du das im Deutschen übersetzt, die ist ambivalent. Man kann nicht immer das Gleiche nehmen. Deswegen steht auch in jeder Übersetzung vor dem Koran davor, man kann es nicht im Originalen gleichsetzen. Das ist aufgrund des Sprachen. Also ich mache hier mal eine Korrektur. Ja. Gott möchte, dass wir sein Wort verstehen. Ja. Denn Gott ist allmächtig. Ja. So, das heißt, wenn Gott es in einer Sprache aber übersendet, wo keiner es verstehen kann, dann gehen alle verloren. Und ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir verloren gehen. Und deswegen eine Sprache, die übersetzbar ist. Jetzt habe ich eine Frage. Warte ganz kurz. Ja. Und deswegen sind wir bei der Wahrheit und bleiben bei der Wahrheit. Ja. Jetzt habe ich eine Frage. Aber nichtsdestotrotz, ich will dir aber, bevor du eine Frage stellst, ja, will ich dir nur eine Sache sagen, ja, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Ja. Kann sich Allah etwas ausdenken, so wie er möchte, in seiner Schrift? Allahu alam, Allah ist allmächtig. Allah ist allmächtig. Also Allah kann jederzeit sein Wort umändern, wann er will, oder? Das zu hinterfragen, das ist schon Schirk. Er ist allmächtig. Das ist die Eigenschaft, die wir von ihm kennen. Was unter der Allmächtigkeit kommt. Okay, guck mal. Ja. Alles gut, guck mal. Ich küsse dein Herz. Guck das ist jetzt Koran, gell? Was wir gehen jetzt mal auf... Genau, wir haben einmal die Sure 43, Vers... Wir lesen sogar von mir aus ab 74. Gewiss, die Übeltäter hingegen werden in der Strafe der Hölle ewig bleiben. Okay. Sie wird ihnen nicht herabgesetzt und sie werden darin ganz verzweifelt sein. Okay. Nicht wir haben ihnen Unrecht getan, sondern die sind es, die Unrecht getan haben. Ja. Okay. Und sie rufen, oh Malik, mein Herr, soll unser Leben ein Ende setzen? Er sagt, gewiss, ihr werdet hier bleiben. Ja. Okay. Malik ist übrigens König, glaube ich, Malik ist der Höllenengel, aber weiter. Höllenengel, okay, dann lass Höllenengel sein, ja. Also, Leute, merkt euch dieses Wort, Malik. Er hat gesagt, Malik ist Höllen was? Das ist der Bewacher der Hölle. Also, es ist der Höllenengel. Der Bewacher der Hölle. Ja. Alles klar. Nein, Leute, sagt ihn gar nichts. Okay, Malik. Merkt euch das jetzt, Malik. Okay, Leute, Malik ist der was die Hölle bewacht. Merkt euch das bitte gut, Malik. Weil jetzt, ich zeige euch noch einen anderen Hadith und dann sind wir mal gespannt. So. Ja. Wir sind zu euch mit der Wahrheit gekommen, aber den meisten von euch ist die Wahrheit zuwider. Mhm. Kein Problem. Oder haben sie sich eine Sache ausgedacht? Und jetzt sagt Allah, auch wir können uns etwas ausdenken. Wie jetzt? Ja, also weiter. Allah macht einmal den hier. Lies weiter, Achi. Okay, ja? Mhm. Oder meinen Sie, dass wir Ihr geheimes und Ihr vertrauliches Gespräch nicht hören? Ja doch, unsere Boten sind immer bei Ihnen und schreiben alles auf. Okay, schön. Alles gut, das habe ich ja bisher verstanden. Aber hier sagt Allah. Mhm. Oder haben Sie sich eine Sache ausgedacht? Guck mal, Musli, ich will dir hier nur etwas erklären. Hier sagt Allah selber. Und auch wir können uns etwas ausdenken. Ja, aber also weißt du, auf was das bezogen ist jetzt? Jetzt frage ich dich. Ja, dann erklär's mir mal. Dann erklär's uns mal. Genau, und aufgrund deswegen, guck jetzt, jetzt machen wir das. Jetzt zeige ich dir mal, wie das ist im Islam geht. Das doch für deine Nächsten. Aber warte. Ja. Warte. Ja. Warte. Malik ist wer? Guck mal, Malik ist in diesem Fall
der Wächter der Hölle. Aber lass mich kurz zu Ende reden. Malik, guck mal, mein Name heißt Mustafa, okay? Mustafa ist der Titel als Auserwählter. Das heißt der Auserwählte. Mhm. Dieser Titel ist unser... Dieser Titel wird unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugesprochen. So. Das heißt aber, ich kann jetzt Mustafa sagen in Abhängigkeit von unserem Propheten. Ich kann aber auch nur Mustafa sagen. Mustafa wird nur heißen der Auserwählte. Aber wenn ich jetzt Mustafa sage in einem Sachkontext, wo ich unseren Propheten meine, dann wird damit der Prophet gemeint. In diesem Sachkontext wird Malik der Höllenwächter damit gemeint. Okay, alles klar. Warte ganz kurz, wir haben es gleich. Gib mir eine Sekunde. Flex, bitte. Warte mal bitte, ganz kurz. Nur ganz Flex, kurz. Warte kurz. Ganz kurz, Musti. Ja, Achi. Ich höre zu. Malik, ihr könnt reden, ist nicht so lange suche ich. Malik ist was anderes und Malik ist was anderes. Sag ihn ja, das nicht. Malik ist was anderes und Malik ist was anderes. Das, ja. Ja, aber hier wird der Malik gemeint. Du siehst das ja auch im Arabischen. Ja, ja, alles gut. Malik, alles gut. Du hast gesagt, Malik ist was? Hiermit wird der Engel gemeint, der Höllenengel, der die Hölle bewacht. Okay. Warte. Hier in diesem Fall. Malik kann aber auch was anderes heißen. Okay. Ja, wie jetzt Malik kann was anderes heißen? Was ist jetzt Malik? Ich hab's dir doch gerade eben erklärt. Ich denke, du hörst mir nicht zu. Ich sage, ich habe das Beispiel von meinem Namen genannt. Guck, ich sage, ich heiße Mustafa. Mustafa ist 1:1 übersetzt, der Auserwählte. Wenn ich das jetzt, dieser Titel wurde unserem Propheten gegeben, sallallahu alaihi wasallam. Wenn ich jetzt sage, okay, Mustafa in einem Sachkontext, wo der Prophet gemeint wird, dann wird damit der Prophet gemeint. Wenn ich Mustafa nur so sage, ohne Erwähnung oder ohne Sachkontext mit unserem Propheten, dann wird damit ein Auserwählter gemeint. Das ist doch klar. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dein Name hat höchstwahrscheinlich eine Bedeutung. Okay, ich frage dich nur noch ein letztes Mal. Ja. Wer ist Malik? In welchem Bezug, Bruder? In dem Bezug, den du mir gerade gezeigt hast, wird der Höllenengel gemeint. Ist der Höllenengel gemeint? Genau. Okay. Der Wächter der Hölle. Malik. Okay, alles klar. Ja, ja Leute, ihr könnt weiterreden. Ich suche Ihnen was raus. Alles gut. Redet weiter. Ich habe eine kurze Frage an dich, Musti. Ja, ich würde euch was bitten. Da jetzt sehr viele Zuschauer gerade hier sind, würde ich gerne was sagen, wenn ihr mir die Möglichkeit gibt. Kannst du machen. Es ist bei mir was ganz, ganz Schlimmes und Schönes passiert, aber hiermit möchte ich das die Vollkommenheit Gottes preisgeben, da sehr viele zuschauen, möchte ich, dass den Herrn Jesus Christus jetzt, das muss gehört werden und das sollte gehört werden. Deswegen würde ich euch bitten, wenn ihr mir die Gelegenheit gibt, in dem Sinne was zu erzählen, was sehr, sehr wichtig ist, da ich sehr noch. Ganz kurz, Bruder. Ganz kurz, Bruder, du kannst es auch gleich sagen. So, ich gehe nochmal auf Malik ein. So. Bruderherz, Malik, Musti, was heißt jetzt Malik? Also es hat mehrere Bedeutungen. Was für Bedeutungen könnte es denn haben? Hier, also in dem Sachkontext heißt Malik definitiv der Höllenengel. Also im Koran. Der Höllenengel. Also definitiv der Höllenengel. Okay. Hier, genau. Hier in diesem Vers wird Höllenengel gemeint, ja. Okay, alles klar. Akzeptierst du Sahih? Ja, Sahih Muslim akzeptiere ich, genau. Okay. The most wretched person in sight of Allah, also der meistgehasste Name in Allahs Gegenwart, am Tag der jüngsten, also am Tag des jüngsten Gerichts, and the worst person targeted of his wrath the person who is called Malik Al-Amlak. Ja. Okay, the King of Kings. Ganz for there is no king but Allah. Kannst du erklären? Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Du willst jetzt sagen, warum sagt er denn im Koran Malik und jetzt sagt er, es ist der meistgehassteste Name? Nein, nein, nein. Nein, nein. Ja. Nochmal. Ja. Wir sehen hier, dass Allah ein Problem hat mit jemand, der kommt, der sich König der Könige nennt. Warum hat Allah damit ein Problem? Guck mal, ganz einfach. Und zwar... König der Könige, das ist, König der Könige heißt im Endeffekt derjenige, der Macht über alles hat. Wenn ich der König über den Königen bin, bin ich derjenige, der Macht ergreifend ist von allem. So. Also, wer ist denn dieser Mann, der da kommt? Wer ist das? Wer kann das nur sein? Weil Allah hat ein Problem mit ihm. Allah sagt selber, das ist ein Name, den er hasst in seiner Gegenwart. Und er nennt sich König der Könige und er kommt am jüngsten Tag des Gerichts. Das ist doch eine Person.
Und warum hat Allah ein Problem mit ihm? Kannst du mir sagen, wer das sein könnte eventuell? Also ich weiß es nicht. Weißt du es vielleicht? Guck mal, Malik Emlek, da wird zum Beispiel auch Pharaon gemeint, okay? Jemand, der sich über alles setzt. Zum Beispiel die Geschichte von Musa, also von Moses und dem Pharaon. Er war derjenige, der sich als König der Könige bezeichnet hat und gesagt hat, ich bin selber Gott. Denjenigen wird er hassen. Warum wird er? Okay, ich mach einen Kurzprozess. Also du sagst, König der Könige ist wer? Also damit kann auch der Pharao gemeint werden. Also der Pharao. Okay, ich mache es ganz kurz, Leute. Bitte, Leute, gebt mir bitte die Zeit. Ich bin gleich fertig. Ne? Gebt mir bitte die Zeit, weil das ist sehr äußerst wichtig, dass der Bruder hier die Wahrheit erkennt. Ich will ihm nur helfen. Mehr will ich gar nicht. Ich will ihm nur helfen. Ich weiß, dass in der Bibel Jesus als König der Könige genannt wird. Nein, das wissen wir doch nicht. Das wissen wir doch nicht. Möchtest du wissen, was auf Aramäisch König bedeutet? Malik höchstwahrscheinlich, ne? Malko. Hört sich das gleich an? Oder das habe ich ja genau, das ist ja das, was ich davor erläutert habe. Und zwar, der Name, also ich kann einen Namen... Ich lese es dir vor. Okay, lese es mir vor. Leute, Offenbarung, Kapitel 19, Vers 15. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert und dass er damit die Heidenvölker schläge, okay? Und er wird sie regieren mit seinem eisernen Stabe und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zorn Gottes, des Allmächtigen, okay? So, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Weißt du, wer damit hier gemeint ist? Wer? Jesus Christus. So, wenn das Jesus Christus ist, der sich König der Könige nennt, ja, jetzt gehen wir mal ganz zurück auf diesen Sahih. Warum hat Allah ein Problem mit jemand, der am jüngsten Tag des Gerichts kommt, der sich König der Könige nennt? Denn das ist Jesus. Er fürchtet sich vor ihm, weil er der König der Könige ist. Er ist der Einzige, der sich König der Könige nennt. Und das ist nur Jesus. Und hier sehen wir aber, dass Allah sagt, es ist der meistgehasste Name in der Gegenwart. Er hasst diesen Namen. Und wer hasst Jesus Christus? Satan. Denn Satan ist derjenige, der Jesus Christus, also, er kann den Namen in seiner Gegenwart nicht hören. Jetzt musst du mal eine Sache. Warte, Musti. Satan kann diesen Namen, König der Könige, er kann das nicht hören. Und deswegen ist es der meistgehasste Name in Allahs Gegenwart. Ein Mann, der am jüngsten Tag des Gerichts kommt, der sich König der Könige nennt. Bruderherz, ich will dir nur sagen, Ladies and Gentlemen, den du anbetest, ist nicht der, für den du dich hältst. Ich will dich nur korrigieren, mein Bruder. Yeah. The King of Kings ist Jesus. Und er hat ein Problem damit. Und nur der Satan hat ein Problem mit dem, weil er sich König der Könige nennt. Okay, also ich will dich nur korrigieren. Aber darf ich jetzt reden, Bruder? Guck mal, du redest. Musti, warte kurz. Flex, Bruder, seit gestern Abend warte ich. Ich muss ins Krankenhaus. Meiner Mutter geht's nicht gut, Bruder. Seit gestern Abend warte ich darauf, unseren Herrn zu verherrlichen, weil das muss gehört werden. Darf ich diese Gelegenheit nutzen, da 300 Zuschauer zuschauen? Natürlich, kannst du machen. Alles gut. Sehr geehrter. Bruder, aber warte, wenn du fertig bist, ich will auf dich eingehen, okay, Flex danach. Okay, kannst du. Okay. Geliebter Herr, bitte gib mir die Kraft. Lass mir die Worte geben, die du von mir verlangst. So, bitte hört zu. Das ist ganz, ganz wichtig, denn es ist ein roter Faden. Das führt von TikTok bis all das, was passiert ist. Ich habe vor 5 Wochen haben wir unser Kind verloren, ich und meine Frau. Das heißt, meine Frau war im 6. Monat schwanger. Wir haben unser Kind verloren. Bitte unterbrecht mich jetzt alle nicht, damit ihr seht, wie herrlich. Boah, ich bin am Zittern. Das habe ich seit gestern, versuche ich dieses Zeugnis zu erzählen. Gib mir die Gelegenheit. Herr, bitte, sprich du. Das ist ein roter Faden. Das führt alles von TikTok bis diese Verherrlichung musst ihr hören. Ich habe vor 5 Wochen, haben wir unser Kind verloren. Meine Frau war im 6. Monat schwanger. Die letzten Wochen hatte ich ehrlich gesagt nichts Schönes, was ich berichten konnte, da ich hier Arbeitskollegen habe, die mir gefolgt haben und sich über mich beschwert hatten, dass ich das Evangelium hier verbreite und hast du nicht gesehen und haben über meinen Herrn gespottet.
Sie haben über meinen Herrn gespottet und es kam der Tag, jetzt haltet euch bitte fest, das ist alles ein roter Faden. Sie haben mir auf TikTok gefolgt und ja, es kam der Tag, wo ein sogenannter Arbeitskollege sich über meinen Herrn lustig gemacht hat und gesagt hat, dein Herr hat sich ja anscheinend, hat ja die Heilige Maria vergewaltigt und so welche Worte, TikTok sportlich. Bitte Herr, vergib mir, leite meine Worte, damit ich nichts Falsches sage. Daraufhin wurde ich sogar ermahnt von meinem Arbeitgeber und sie haben sich ein Komplott, das heißt untereinander, dieser Arbeitskollege Sunna, hat sich andere Kollegen gegen mich gestellt und ich war dann alleine gestellt und sie wollten auf mich eingehen. Das bedeutet, sie wollten mich schlagen. Leute, alles dient zur Verherrlichung Jesus Christus, jetzt haltet euch fest. Ich habe gesagt, ihr könnt mich anspucken, ihr könnt mich schlagen, alles was ihr wollt, aber ihr könnt nicht meinen Herrn verspotten. Und derjenige, jetzt haltet euch fest, denn diejenigen, die jetzt hier zuhören, es gibt meine Gemeindemitglieder, die das bezeugen können. Der Bruder, der mich schlagen wollte, der Muslim, auf einmal holt ihn sein Bruder ab. Der Bruder, der ihn abgeholt hat, das ist der Bruder Sammy aus meiner Gemeinde. Und der Bruder Sammy hat sich bekehrt. Und sein Bruder, der Muslim ist, hat alle anderen Muslime gegen mich gehetzt. Und dann habe ich gesehen, kein Haar wird dir gekrümmt, im Namen des Herrn. Das heißt, sein Bruder, der Mohammed, wollte mich, weil ich ein Kuffer bin, anderen Arbeitskollegen gegen mich hetzen. Der Bruder kommt, um ihn abzuholen. Und am Ende stellt sich heraus, der Bruder ist in meine Gemeinde. Und der Bruder hat noch nicht mal erzählt zu den anderen Muslimen, dass sein Bruder sich bekehrt hat. Und weißt du, was danach passiert ist? Mir wurde kein Haar gekrümmt. Meine Mutter, dann kommen wir jetzt auf meine Frau. Meine Frau, wir haben unser Kind verloren, Bruder. Und wir waren vor 2 Tagen im Stream, deswegen roter Faden. Wir haben mit einer Schwester im Glauben gesprochen und ich hatte diese Problematiken, da ich im Glauben bin. Meine Frau war eben nicht so im Glauben und dann gibt es eben viele fragwürdige Sachen für meine Frau und sie hat gesagt, wie kannst du an Jesus glauben, wenn er unser Kind genommen hat? Ich habe gesagt, bitte vertrau auf unseren Herrn. Guck mal, mir kommen die Tränen gerade. Tut mir leid, ich versuche mich zusammenzureißen. Ich sag, bitte vertrau auf den Herrn, denn es wird passieren. Und sie hat es auch nicht wahrgenommen und vor 2 Tagen war dieser Tag da, wo ich dann mit einer Schwester gesprochen hatte und dann kam ich von der Arbeit wieder, Leute, wie wahrhaftig Jesus Christus ist. Jetzt hört genau zu. Gott segne euch alle. Meine Frau zusammengebrochen und wir hatten das Kinderzimmer fertig von unserem Kind, von unserem Baby, was ja kommen sollte, ne? Hält sie das Spielzeug in der Hand, hält sich am Bauch fest und sagt, ich bin voller Sünde. Ich bin voller Sünde, kannst du mir vergeben? Und bekehrt sich, Leute, und will Jesus nachfolgen. Was wollt ihr mehr? Es ist wahrhaftig. Deswegen wollte ich seit gestern Abend dieses Zeugnis erzählen, dass der Herr Jesus Christus kein Spaß ist. Es geht um eure Seelen. Ich, seit gestern, Bruder Flex, habe ich dir gesagt, bitte, ihr müsst mir diese Gelegenheit geben. Ja, nur so viele Leute hier deswegen, aber wow, starkes Zeugnis. Deswegen habe ich gesagt, gib mir die Gelegenheit. Weil vor 2 Tagen war meine Frau mit mir im Stream. Und wir haben Schwierigkeiten gehabt, auch das zu ich habe es auch nicht verstehen können. Ich habe gesagt, Herr, wieso ist das dein Wille, dass du mir mein Kind nimmst? Wieso? Ich kann es nicht verstehen. Ich war total verwirrt. Und dennoch habe ich auch mit zu hadern gehabt mit dem Glauben und mit meiner Frau. Und dann kam ich nach Hause und ich sehe meine Frau zusammengebrochen, total zusammengebrochen. Das heißt, sie hält sich am Bauch fest und sagt, ich bin voller Sünde. Und weißt du, was die schönsten Wörter sind? Ich sagte, ich möchte Jesus mehr lieben als dich. Da war bei mir vorbei. Das war vorbei. Bruder, ich sag euch, dieses alles dient, das habe ich seit gestern versucht. Seit gestern habe ich versucht, hier reinzukommen, das Zentrum zu verherrlichen. Nicht das, ist ja schön, worüber ihr redet. Es ist wundervoll. Ich ist okay. Aber wahrhaftig das alles zu erleben, das ist kein Hollywood-Film. Es ist Realität. Das ist kein Science-Fiction. Versteht ihr das? Das ist nichts, was man sich ausdenken kann. Das sind Sachen, die Fakten sind. Wahnsinn. Bevor das alles passiert ist, ich rufe einen Bruder Elinor, der heißt Elinor hier auf TikTok. Ich sage, Bruder, ja, die lauern mir auf. Und ja, es ist anscheinend alles durch TikTok. Wurde ich dann gehasst durch meine Arbeitskollegen, weil das Muslime sind. Oh, ich habe damit gerechnet. Bruder, gut. Soll ich dir was sagen? Ja. Gott hat dich gesegnet. Und soll ich dir noch was sagen, Bruder? Ich habe genau dasselbe Problem. Die wissen alle, dass ich das mache, meine ganzen Arbeitskollegen.
keiner redet mit mir. Und soll ich dir was sagen? Das ist das schönste Gefühl überhaupt. Und soll ich dir noch was sagen? Ich liebe es, ein Kuffar zu sein. So schön das ist. Das fühlt sich einfach nur gut an. Mit dem Herrn zusammen eine Gemeinschaft zu haben und diese Dämonen zu ignorieren. Bruder, das ist das schönste Gefühl. Und jetzt halte ich fest, ich habe eine Abmahnung bekommen. Das heißt, von meinem Arbeit, ich bin ja Busfahrer, Bruder, in meinem Unternehmen. Ich bin ja Busfahrer, wie du weißt, ne? Ich bekomme eine Abmahnung. Und der Herr ist so gütig, ne? Und dann gab's auf unserem Betriebshof, gibt's die Aufzeichnungen. Und er hat alles geleugnet. Ich habe zu meinem Chef gesagt, ich so, das, was er sagt, stimmt so nicht. Ich sag, er hat meinen Herrn verspottet. Ich so, wer den Heiligen Geist spottet, der wird nicht ohne da durchkommen. Die Aufzeichnung hat gezeigt, dass er mich angegriffen hat, auf mich alles hat sich bewahrheitet. Am Ende kommt sein Bruder. Leute, ihr müsst euch das vorstellen, sein Bruder, der Muslim war, der in meiner Gemeinde ist. Er ist in meiner Gemeinde und ich wusste es nicht einmal. Bruder, ich wusste nicht, sein Bruder ist... Also Momo ist sein Bruder und Sammy ist in meine Gemeinde, Bruder. Das müsste ich mir vorstellen. Und dann sagen die anderen, hä, warum hast du uns nicht erzählt, dass dein Bruder Christ geworden ist? Bruder, er war baff. Es war vorbei. Es war vorbei. Es war Game Over. Es war, ich musste nichts tun. Mir wurde kein Haar gekrümmt. Und dann habe ich gehe nach Hause und dieser Zwist, meine Frau war nicht mehr dieselbe. Wir haben unser Kind verloren. Dann haben wir noch mit vieles zu hadern gehabt. Und in der Gemeinde habe ich auch nicht wirklich, ich habe mich verlassen gefühlt. Deswegen habe ich auch TikTok gemacht, um ehrlich zu sein. Ich bin ehrlich zu euch. Ich habe mich irgendwo verloren gefühlt. Bruder, du brauchst dich nicht, Bruder, du hast eine ganze Armee hinter dir, Bruder. Du bist nicht alleine. Und deswegen haben wir diesen Channel hier. Du hast eine Armee, Bruder. Ich sag dir jetzt schon, du bist nicht alleine. Egal wie, was, du bist niemals alleine. Deine Leute sind bei dir und das sind wir. Glaub mir das, du bist nicht alleine. Moment, und das Wundervolle ist, ich und meine Frau, wir werden bald ein Video machen. Ich habe eine wundervolle Frau. Ich habe das, früher war ich etwas hochmütig, ich habe gesagt, ich will nicht, dass andere Männer sie sehen. Aber es dient alles jetzt zum Zeugnis. Wir werden ein Video erstellen, ich habe eine wundervolle Frau. Bruder? Ja. Ja? Ich muss diesbezüglich ganz schnell stoppen. Ich weiß, es ist etwas sehr, sehr Schönes. Zeig deine Frau nicht. Diese Gummibärbande werden gleich einen Screenshot machen und sich darüber lächerlich machen. Mach das nicht. Sollen die doch, Bruder. Was willst du mehr? Mir ist kein, Bruder, mir ist egal, was jetzt kommt. Es ist mir egal. Ich muss nicht der Welt gefallen. Ich muss doch, es ist mir egal, was ihr von mir haltet, Bruder. Ich habe wahrlich, habe ich die Herrlichkeit Gottes spüren. Mach das nicht, Bruder. Ich küsse dein Herz, zeig sie nicht. Ich meine das ernst. Glaub mir. Vertrau mir. Mhm. Die wollen nur Beweismaterial. Gib ihnen kein Brot, so wie ich das mache. Gib ihnen kein Brot. Nicht mal ein Krümel. Okay, nichts. Bruder, ich habe sie im Stream ja auch nicht gezeigt, aber wir werden darüber sprechen. Wir werden darüber sprechen. Hey, guck mal, mach links, rechts, schräg, rechts, schräg, niemals. Die Leute sind mir egal. Guck mal, Bruder Flex, das habe ich dir letztes Mal auch gesagt. Diejenigen, die sich erniedrigen, werden erhöht. Dieser falsche Stolz, den ich auch hatte, Bruder. Er hat mich zu nichts geführt. Und ich habe mich ertappt gefühlt. Weißt du noch, wo ich zu Anfang in deinem Stream war, lieber Bruder, und ich erkannt habe, ey, klar sind das Muslime und klar sind sie in Unrecht, aber dennoch hat mein Geist mich, ich habe mich ertappt gefühlt. Ich habe gesagt, wer gibt mir das Recht, mich für was Besseres zu halten? Und auch noch auf diese Art und Weise. Ich wurde des Besseren belehrt. Mein Herr hat sich erniedrigt und hat die Füße der Jünger gewaschen. Dann habe ich für mich gesagt, Junge, zieh dich zurück. Bitte zieh dich zurück. Wer bist du eigentlich? Zieh dich zurück. Wenn du Bruder, ich weiß, dein Zeugnis ist mega schön, aber ich als Bruder muss dich sofort aufhalten. Zeig gar nichts von deiner Familie. Niemand, vertrau mir. Nicht mal Krümel, nix. Wenn du etwas zeigst, immer das Gegenteil. Weil die nutzen es und sagen, wir haben jetzt einen Beweis gegen ihn. Mach das nicht. Okay. Und wenn du jemanden postest, poste jemand ganz anders. Bruder, wer ist denn mächtiger? Meinst du, mein Herr wird
Egal, was die nutzen. Jesus, ja, aber der Herr hat gesagt, seid immer auf der Hut. Sogar ich bin immer auf der Hut. Seid wach. Absolut. Bleibt richtig. Wach, genau, seid wachsam. Aber was ich dir mitgeben möchte, Bruderherz, poste niemand, und wenn du etwas über dein Privatleben hier reinpostest, anderer Standort. Paris, da, Frankfurt, München, was auch immer, immer woanders. Niemals einen richtigen Standort geben. Niemals. Mach das nicht. Mhm. Sollen sie suchen wie verrückt. Mhm. Was du aber machen kannst, ist ja ein Video. Standort. Ein Video, ja? Mit Stimme, mehr nicht. Nur mit Stimme. Guck mal, die meisten denken zum Beispiel bei mir, dieser Flex, der ist doch bestimmt hier. Die wissen gar nichts über mich. Keiner weiß das. Deswegen sei genauso, Bruder. Sag nichts. Poste nicht deine Frau. Vertrau mir. Und wenn du schon dein, immer einen anderen Standort nennen, niemals einen richtigen Standort nennen. Niemals. Größter Fehler. Ja. Ich habe mein Auto gepostet gehabt und die haben mich auch nach meinen Kennzeichen. Sollen die, eigentlich ist mir das Latte so, ne? Ich habe wirklich, seit ich den Herrn angenommen habe, Bruder, ich habe ja nicht irgendwas. Zum Beispiel, wenn ich dich unterbreche, zum Beispiel habe ich auch jemanden im Privatleben, der hat mich mal spezielle Fragen gestellt und er denkt, dass er weiß, wo ich bin, aber er weiß es nicht, weil ich immer was anderes sage. Wenn der andere mich fragt, Freiburg, wenn der andere mich München, wenn der andere Düsseldorf, wenn ich sage Hannover, keiner weiß, in welcher Ecke der Flex ist. Es weiß kein Schwein. Hm. Und weißt du, wer es weiß? Es weiß nur Gott. Nicht mal ich selber weiß, wo ich wohne. Okay. Na gut, Bruder. Ich bin CIA-Agent, ne? Und als CIA-Agent muss man auf der Hut sein, ne? Aber also. 777, er hat schon recht. Also er hat wirklich recht. Die Leute, die haben keine Gottesfurcht mehr und machen Sachen, die nicht erlaubt sind. Deswegen wirklich deine Frau, Familie, raus damit. Also deswegen, das was der Flex raus, sagt, der hat 100% recht. Mach das nicht. Auch wenn du auf deinen Herr vertraust, das ist sehr gut. Ich mag gläubige Menschen. Gläubige Menschen sind mir viel lieber als Leute, die Gott verachten. Deswegen, Bro, bitte mach das nicht. Mach das genauso wie ich. Privat ist privat. Wenn einer dich fragt, wo wohnst du, sagst du München. Der glaubt das. Wenn der andere dich fragt, sagst du Düsseldorf. Der glaubt es. Einfach immer andere Standorte nennen. Immer was anderes sagen. Ist egal was. Hauptsache, du sagst eine Stadt und er soll es glauben. Alles gut. Privatsphäre bleibt Privatsphäre. Weil wir sind in der Wildnis, Bruderherz. Und in der Wildnis müssen auch die Löwen aufpassen. Ganz einfach. Ne? Ja, das ist mir schon bewusst. Aber meine Furcht wurde mir in allem entnommen. Ich habe vor 5 Wochen mein Kind verloren. Wir haben ihren Bruder zu Grabe getragen von meiner Frau. Ganz ehrlich, ich komme aus dem Kosovo, Bruder. Was wollt ihr mir vom Ghetto erzählen? Kosovo ist ein Ghetto. Was wollt ihr mir vom Ghetto? Also vor wen soll ich Angst haben, Bruder? Das Ding ist, du musst ja, wenn du diese Denkweise hast, dann okay. Ja, aber ich sag trotzdem, poste deine Frau nicht, Bruder. Ich küsse dein Herz, mach das aber nicht. Ja, wenn du meinst, sie haben mir gesagt, ich bin aus dem Ghetto. Ich komme aus Irak, seit ich, Bro, ich komme aus Irak. Und so, seit ich geboren bin, haben wir nur Krieg. Und ich habe vor niemandem Angst. Aber der Einzige, was mich Angst macht, ist meine Familie. Sonst nichts. Also denkst du, wenn ich keine Familie habe, ich gehe auf die Straße sogar, ich habe von niemandem Angst. Aber das Einzige, was mich Angst macht, sind meine Kinder, meine Frau, ganz ehrlich. Ich verstehe. Und als Ex-Muslim, ich rede als Ex-Muslim, das ist ja nicht, du bist ja Christ, bei mir ist noch die Gefahr noch mehr, verstehst du, was ich meine? Du musst deine Frau auf jeden Fall beschützen. Soll keiner wissen, wo du bist, Bruder? Wirklich. Okay. Soll keiner wissen, ist egal. Okay. Wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Es ging eigentlich um die Verherrlichung unseres Herrn. Ich danke Gott, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat. Seit gestern habe ich versucht reinzukommen und wollte das den Zentrum auf den Herrn lenken. Habe ich heute getan. Das war meine Pflicht gegenüber so vielen Zuschauern. Dafür bedanke ich mich. Und ich lasse euch weitermachen. Und Musti, ich hoffe, du kommst wirklich wahrhaftig zu das. Ich wünsche dir es von Herzen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Gott segne euch alle. Vielen Dank, Flex, dass ich hier sein durfte. Und kein Problem. Der Zentrum ist Jesus Christus. Gottes Frieden. Oder möge Gott uns alle die Wahrheit. Leute, seid mir nicht böse. Aber der gute Flex muss jetzt mal was essen. Ich küsse eure Herzen. Aber ich muss was essen, Leute. Ich habe Hunger. Alles gut. Ja?
Gut. Es war ein schöner Stream, Leute. Ich küsse eure Herzen. Ne? Danke. El Padre, ich küsse doch dein Herz. Yeeha! Yeeha! Ne? Ich danke euch wirklich für diesen Support, Leute. Ihr seid die besten, Leute. Das sage ich immer wieder. Ihr seid wirklich die besten. Eure Unterstützung, das pusht diesen Stream so dermaßen. Aber was man noch hinzufügen muss, Leute, lasst uns zusammenbleiben. Ja, spaltet euch nicht. Ja, spaltet euch nicht. Lasst uns zusammenfinden, Leute. Ne? Und eure Unterstützung und alles Mögliche hier drinne, ganz viel Liebe, Evangelium, Bruder, danke, 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 ich küsse doch dein Herz. Leute, ich bedanke mich wirklich tausendfach, soll euch der liebe Gott euch zehnfach mal mehr belohnen, ne? Und ihr solltet es wirklich 100-mal bekommen, Leute, wirklich, das wünsche ich mir von ganzem Herzen, ne? Für diese ganze Unterstützung und für den Stream, ne? Wir pushen das Ding so hart, Leute, das ist der Wahnsinn. Und ich kann nur eine Sache sagen, Ehre dem Herrn, Leute. Und alle einmal ein Amen und einmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute. Und dann gehe ich offline, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Ob ich nachher wieder komme, Leute, das... Schwester, ja. Hört ihr mich? Hallo? Ja, Bruder. Wir hören dich. Wir hören dich, Bruder. Oder dürfte ich auch noch... Ich kann euch gar nicht hören, Geschwister. Mhm. Also, wir hören... Musti wollte was sagen. Genau, Bruder, ich wollte eine Sache sagen, und zwar... Komisch. Ich liebe den zwischenreligiösen, also den Talk, dass man auch zwischen zwei Religionen redet, aber das respektvoll und höflich und wirklich mit nicht aus dem Himmel gegriffen, sondern so, wie es der Flex gemacht hat. Ah, ja, guck mal, ich habe etwas und wir reden darüber und wir reden darüber. Und aber ich höre euch nicht, komisch. Hä? Nicht gegenseitig, also ich hasse es, gegenseitig zu verbreiten. Und zwar nur im friedlichen Dialog können wir alle zur Wahrheit finden. Was die Wahrheit ist, darüber lässt sich diskutieren, aber ich hoffe... Aber ich höre den Bruder Flex nicht und keinen von denen. Ich hoffe, dass Gott uns alle die Wahrheit finden lässt. Und dass wir alle in Frieden leben können. Das ist genau die Sache. Nehmt euch nicht die schlechten Christen als Vorbild zum Christentum. Nehmt euch nicht die schlechten Muslime als Vorbild zum Islam. Und nehmt euch auch nicht die schlechten Juden als Vorbild zum Judentum. Ja, aber wichtig, Bruder, du musst die Wahrheit erkennen. Aber du wirst es, glaube ich, früh genug erkennen, weil ich merke, du bist offen und möchtest selber wissen. Aber das wirst du früh genug erfahren. Egal, Flex, ja, vielleicht einer von uns beiden. Wir gucken mal. Naja. Musst du lesen, nur einfach weiter. Nur einfach weiterlesen und das war's. Einfach weiterlesen mit deinem Verstand, mehr nicht. Genau, Bruder. Dein Verstand. Das war's. Nichtsdestotrotz, Leute, ich will mich nochmals bei euch bedanken, Leute, für diesen Support. Ihr seid die Besten. Durch euch wächst dieser Stream und durch euch wachsen wir gemeinsam. Ich sag nicht ich, wir wachsen gemeinsam. Ja, das ist nicht nur mein Stream, Leute, das ist auch euer Stream, Leute. Und wenn ich den einen oder den anderen nicht hochholen kann, weil es hier voll ist, Leute, bitte seid mir nicht böse. Ja, seid mir bitte nicht böse. Wir müssen auch schauen, dass hier auch Ordnung ist, ja. Und falls ihr gemerkt habt, Leute, ja, dadurch, dass wir so starke Modis haben, ja, haben wir hier Ruhe im Chat. Keine Beleidigungen, wenn sie hier reinkommen, sperren wir sie direkt. Und das ist unsere Arbeit, Leute. Das ist richtig gut, Leute. Wir machen das richtig und deswegen bedanke ich mich nochmal bei euch, Leute. Wir haben super starke Modis und alle ehren den Herrn Jesus Christus. Und Leute, ich gehe was essen. Ich weiß, ihr fragt mich jetzt. Ja, Flex, kommst du später vielleicht nochmal? Ah, ja, aber das wird spät. Ne? Zwischen 0 Uhr. Ich weiß, ich habe lange gebraucht, jetzt um zu antworten. So zwischen 0 Uhr, 1 Uhr bin ich da, aber vielleicht auch ein bisschen später, ja, vielleicht auch um 2, 0 Uhr, aber auf jeden Fall ab 0 Uhr. Ne, Leute, ich küsse eure Herzen. Ne? Guten Appetit, und, Bruder. Ja, danke, Bruder. Und an alle, die hier drin sind im Channel, ich küsse eure Herzen, bis später. Ne? Danke, und, ciao. Also, Leute. Ciao, ciao. Gottes Frieden an alle. Shalom. Gottes Segen.